Möchte ich euch heute nochmal alle herzlich begrüßen. Ihr habt ja gerade die Martha schon gehört. Martha hat hier heute Nacht theoretisch die Stellung halten müssen, denn Martha hat auch noch einen Hauptberuf. Da wird sie uns nachher wahrscheinlich was erzählen dazu auch mal kurz. Freue mich auf jeden Fall, dass die Martha heute hier dabei ist. Ihr werdet sie auch wahrscheinlich kennen, der auf meinem Stream hier hin und wieder reinschnuppert, findet hier in der Kommentarübersicht mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall Posts, auch unter anderem von Martha, da haben wir sie, auch bekannt hier hinlänglich als Rainbow Angel. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier die Zeit sich genommen habt, unseren Live-Event wieder zu ergänzen, will ich mal sagen. Denn ihr müsst auch wissen, die Martha hat ja vor einigen Jahren ein Rainbow-Trading-Seminar mitgenommen und hat hier interessanterweise da auch ihre Skills gefestigt und tatsächlich auch Gefallen gefunden und hat jetzt im Laufe der Zeit ihre Tools ergänzt, arbeitet auch immer wieder mit neuen Features. Ist allerdings auch sehr kurzfristig, in Anführungszeichen auch teilweise aggressiv natürlich unterwegs. Das muss jeder für sich abschätzen, ob er die Zeit dazu hat. Aber Martha kombiniert das mit ihrem Beruf, wo sie denn da ja auch in Schichten arbeitet, also mal tagsüber Zeit hat eben oder dann eben in der Früh. Kombiniert sie das sehr, sehr gut und da wollen wir heute ihr mal über die Schulter schauen, wie sie das so treibt, wie sie das so macht und ja, wie sie vorgeht überhaupt, Martha. Und deswegen hier an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich bin wieder ganz, ganz aufgeregt, die Hände zittern. Das ist wie von einem Test, aber ich denke mir, wir werden mal rocken, weil heute haben wir auch ein paar News auf dem Programm und letztes Mal hatten wir, wenn ich Glück war, überhaupt gar keine Wolle da und die Zeit haben wir auch irgendwie rumgekriegt. Das kannst du laut sagen, Martha. Die Zeit kriegen wir auf jeden Fall immer gut rum. Und Martha, wie gesagt, das muss man an der Stelle sagen, liebe Leute, ist hier, wie gesagt, keine klassische Vollzeit-Traderin, die da jetzt hier jede Woche Webinare macht oder jeden Tag die Leute unterhält. Insofern, wie gesagt, freue ich mich, dass sie es trotzdem gemacht hat. Wir hatten es ja auch schon mal gemacht und ich gebe dir recht, da war die Wolle ein bisschen einschläfernd. Dennoch haben wir da auf jeden Fall was transportieren können und das wird man sicherlich auch heute machen. Newstechnisch, Martha hat es schon angesprochen. Haben wir hier eine kleine Agenda. Da haben wir sowohl aus der EU jetzt am Vormittag ein bisschen was als auch am Nachmittag. Das heißt, es wird sicherlich was passieren. Wir werden heute zwei Sessions machen. Das war am Nachmittag zunächst erstmal unsicher. Ich werde nochmal sehen, wie wir das am Nachmittag koordinieren mit einem Counterpart von mir, beziehungsweise ich bin da. Aber die eigentliche Frage war eben, ob Martha heute Nachmittag kann. Letztlich haben wir das auf jeden Fall gut hinkriegen können und da freue ich mich, dass wir hier am Nachmittag zur US-Session auch noch ein Stück weit was sehen können. Und das zur Erklärung, wir machen heute Morgen eine Session bis etwa 10:45, 11 maximal, also gute 2 Stunden und dann haben wir auch dann die Mittagspause sozusagen vor uns und dann werden wir im Nachgang am Nachmittag 14:15 Uhr wieder starten mit demselben Einwahllink an dieser Stelle. Liebe Leute, derselbe Einwahllink und insofern einfach nochmal klicken und dann wieder dem Webinar beiwohnen. Gut, News haben wir hier jetzt unmittelbar nicht. Wir haben aber bald das Opening, das DAX Xetra Opening. Martha, du handelst den DAX eigentlich nicht, so viel ich weiß. Ist das richtig? Nee, dieses Jahr habe ich nur einmal abgefeuert, weil ich ein neues Template hatte und wollte ich mal gucken, wie es funktioniert. Aber ich bleib dran, ich gebe nie auf. Wenn ich aufgegeben hätte vor 7 oder 8 Jahren, dann wäre ich jetzt nicht hier. Das stimmt, da bist du auf jeden Fall. Das ist ja ein glücklicher Umstand gewesen, dass wir uns da vor einiger Zeit mal getroffen haben. Insofern, dass du da bei so einem Seminar dabei warst. Und wie gesagt, die Chemie stimmt und du bist eine der wenigen, die da auch viele Inhalte vom Webinar sozusagen adaptiert haben. Weil es ist ja meistens so, wenn man einen gewissen Kreis spricht, gerade über jetzt mehrere Tage und auch Stunden, dann bleibt natürlich immer nicht so viel bei dem einen oder anderen hängen, Schrägstrich, die Umsetzung ist natürlich dann das Geheimnis, aber da hast du wirklich viel, viel adaptiert und dir auch viel mitgenommen und tatsächlich bist jetzt dran, aber dein primärer Markt ist eben auch nicht der Indexmarkt, sondern du bist da im Währungsmarkt hauptsächlich aktiv, richtig? Ja, also ausschließlich Währung und Gold und Öl handle ich ganz gerne. Ja. Na, das wird sicherlich den Teilnehmern auch gefallen, weil häufig haben wir ja hier zum Mass oder zuhauf die DAX-Trader, ja, also die Index-Trader, das ist auch das beliebteste Anleihen, gar keine Frage. Die Frage ist aber eben nur, ob man sich tatsächlich so auf den DAX einschießen sollte oder ob man auch mal eben im Währungsmarkt rumstochert. Und da hat man ja auch eine relativ große Auswahl. Wie viel Währung tradest du? Wir werden übrigens Marthas Bildschirm auch gleich mal uns zu Gemüte führen.
28. 28, die großen 28, sehr, sehr schön. Ja. Also, das ist das. Also letztes Jahr, wo wir noch das Webby gemacht haben, habe ich gesagt, ich fange jetzt auch die Nebenpaare zu trainen, weiß ich noch. Und den Markt überblicke ich jetzt noch nicht so. Aber mittlerweile klappt das auch ganz gut. Ich Fantastisch. habe ja auch viele PS immer auf dem Schirm und handle mit 5 Monitoren. Auf 2 Monitoren habe ich nur Währungsstärke-Indikatoren laufen. Und auf den anderen habe ich so meine Übersicht, was ich denke, was passieren könnte, ja, damit ich schnell abfeuern kann, wenn ich was sehe, weil manchmal sind das wirklich auch Sekunden, wenn Momentum im Markt aufkommt, wie gestern bei Euro-US-Dollar, da muss man einfach feuern, ohne zu überlegen, eigentlich großartig. Rainbow sah auch super aus Ja. und wir hatten ja auch schon direkt 30 Pips innerhalb von 10 Sekunden, 50 Sekunden waren drin. Und die nimmst du dann mal gern, Schmidt. Schaut, da haben wir den Pick von Ich habe mir gestern. gestern mein Take Profit auf dem Vorwochen tief gelegt und bis dahin kam der Kurs und dann hat er natürlich mal gedreht. Ja, das ist ganz interessant. Wie gesagt, das sind hier auch die Skills und Templates, die es da aus dem Seminar gab, liebe Leute. Wie gesagt, das werden wir dieses Jahr nochmal aufsetzen, aber das nutzt Martha perfekt. Hier schönes Ziel gewesen, das war der Screenshot, den sie auch immer wieder, sag ich mal, hier in den Chat reinpostet. Vielen Dank an der Stelle dafür, Martha. Bei mir ist es zuletzt ein bisschen weniger geworden, aber soll ja nicht heißen, dass das hier einschläft. Und insofern danke ich dir auch an der Stelle, dass du hier immer schön rein postest. Der Bernd ist ja da auch recht aktiv, freue ich mich auch drüber. Ich Ja. weiß gar nicht, ob er heute aktiv ist oder noch im Urlaub. Ich müsste mal schauen, ob er da ist. Ich glaube, er ist heute nicht da, aber kommt bestimmt noch später dazu. Martha, ich würde sagen, die Leute sind heiß, dir so ein Stück weit über die Schulter zu schauen. Vielleicht hast du auch schon, wie Ja. gesagt, im Sinne deines Research ein Stück weit was gesehen. Ich würde den Bildschirm mal rüber switchen zu dir. Okay. Und dann lass uns einfach mal schauen, was du sozusagen erblickt hast bislang oder wie du vorgehst. Schau mal, jetzt müsste der Bildschirm rüberkommen zu dir. Nicht wundern, liebe Leute, jetzt ist, Siehst du? da ist Was auf jeden haben Fall reichlich was zu wir? Ah, sehen. okay. Also ich habe heute hier mir die Euro-Pairs mal angeguckt gegenüber australischen Dollar und Neuseeland-Dollar. Da ist ordentlich Druck und Euro gerade mit Schwäche. Wir haben hier negatives Momentum drin. Und jetzt hole ich mal nochmal, bevor es 9 Uhr ist. Ja. Und hier habe ich auch noch mal Liebe. was. Also, wie gesagt, liebe Leute, ihr müsst Farben lieben, aber das ist bei den Rainbow-Tradern so. Ne? Das war damals beim Lars so und Ja. auch bei mir. Die Charts sind sehr, sehr bunt. Martha gefällt das aber, das weiß ich. Und Ich das. mag bunte Sachen und Cut Schweizer Franken hatte ich auch schon auf dem Bildschirm heute. Der ist schon heute von 9 Uhr Gut ausgebrochen. gelaufen, ja. Und ich vermute, um 9 Uhr ist es ja auch so, dass die Kurse dann doch zurücksetzen. Ich habe ja früher immer die Ausbrüche gehandelt und da hatte ich wenig Erfolg. Jetzt habe ich so meine zwei, drei Setups, die ich dann durchspiele und warte immer eigentlich bis 9 Uhr. Ich ziehe dann mal wieder hier rüber. Ah, das heißt, du tradest jetzt nicht unmittelbar den ersten Ausbruch, sondern wartest A erstmal die Zeit ab, 9 Uhr eben, und dann eben Ja, auch den Rücklauf ja, in ja, der ja, Regel. ja, ja. Okay. Also ich finde, ja, ich finde, ich zeige mal euch meine Währungsstärke-Indikatoren, was ich auch nutze Erzähl ruhig auf die was dazu. Schnelle. Hier haben wir den Nitro, das ist kostenpflichtiges Tool. Der zeigt uns, welche PS gerade hier gut am Laufen sind. Hier haben wir Euro Out zeigt es mir 92%. Das heißt, es ist ja stark bearish. Ja, dann schaue ich mir, ob der Rainbow dazu passt. Aber bei 92% steige ich nicht mehr ein. Hier sehen wir, das ist ja schon recht überverkauft, das ist die ganze Sache. Hier British Pfund Out ist auch überverkauft. Dann habe ich jetzt einen neuen Indikator nochmal, der mir auch hier die Fibo-Levels anzeigt. Und hier sehen wir auch schon 161er Fibo-Level. Also ich werde jetzt in australischen PS wahrscheinlich erstmal nichts machen. Also mal gucken. Ich sehe gerade der Euro ganz schwach, ja. Und meistens laufen die PS wirklich, das ist ein Minutenchart, die laufen jetzt wirklich hier die Levels an und drehen dann. Also
Wie gesagt, hier haben wir jetzt Schweizer Franken. Ich habe euch vorhin gezeigt, Kat, Schweizer Franken läuft fantastisch, aber ich weiß, der wird bestimmt gleich hier drehen. Also feuere ich erstmal nicht ab, weil dann bin ich im Minus mit meiner Position und ich werde nervös. Also lieber die Finger stillhalten, bevor ich da ins Minus komme oder gar nicht abfeuern. Ja. Euro-Yen läuft jetzt auch abwärts, aber ich weiß, dass der Yen diese Woche wieder Schwäche gezeigt hat und wir sind da wahrscheinlich bei allen ganzen Pairs bis auf British Pfund Yen im positiven Rainbow. Also ich werde da jetzt nicht zum Beispiel Short gehen oder sowas. Also auf die Trendrichtung achtest du ja im Zuge des Rainbows dann schon sehr stark, egal in welchem Ja, Timeframe du da ja, bist. ja, ja. Also wir haben jetzt 9 Uhr. Hier sehen wir zum Beispiel Eurocard hat jetzt das Vormonats Hoch ist es, glaube ich, ja. Und tief schon mal rausgenommen, ja. Und schauen wir mal, was jetzt um 9 passiert. Schweizer Franken mit ganz schwach. Also mal schauen, Chris. Machst du da? Man lässt das auf sich Was zukommen. hast du? Was hast du heute auf dem Programm? Ich habe ein auf dem Programm ist gut. Ich, wie gesagt, habe ja da die ähnliche Schematik, wobei du natürlich im 1-Minuten-Chart auch unterwegs bist, was ja sehr, sehr aggressiv ist. Ich bin dann ja mehr so auf dem 15er und 30er unterwegs. Ich habe mir heute auch die Fuzzy-Logik nochmal als Beihilfe genommen. Da ist der Euro tatsächlich sehr bärisch. Gerade Euro-US-Dollar sind bärisch. Der könnte Ja. heute, sagen wir mal, statistisch, wie es so schön heißt. Habe Warte mal. ich auch auf dem Plan. Obwohl der Rainbow noch gut aussieht, im M15 technisch gesehen gut. Hatte ich auf dem Plan gehabt, Entschuldigung. Hat's auf, Ah, wie nee, da gesagt. ist er doch, da ist er doch. Aber guck mal, der hat hier am Opening genau zurückgesetzt. Also erstmal, vielleicht mal hier könnte man, das sind auch meine Lieblingseinstiege, wenn die Kurse zum Beispiel an Delhi PP drehen oder am Opening-Preisen, da kann man auch schön auch noch in der Asia-Range einsteigen. Man hat dann super CRV, ja. Also da kann man 1 zu 5 oder 5 zu 1, wie auch immer, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel Eurocard, ist jetzt zu weit gelaufen. Wenn ich jetzt hier einsteige, der läuft jetzt um 9 bis hier hin und ich weiß jetzt, was passiert. Wahrscheinlich setzt er dann wieder hier am Pivot zurück und da warte ich auch lieber, bis die Kurse mal ein bisschen zurückkommen, um mich hier in den Markt einzukaufen. Also den ersten trendigen Ausbruch jetzt nach unten, sowohl jetzt eben beim Euro als auch beim Euro-Cut oder Euro-US-Dollar, das war dir jetzt nicht ganz koscher, da schon rein zu hüpfen. Nee, ich muss sagen, weil ich sehe auch hier, also wenn da wirklich ein Mordsdruck aufkommen würde, würde ich vielleicht für ein paar Pips aber einspringen, aber hier, wir sind schon fast am Limit. Also, ja, hier sieht es mal ganz gut. Euro, Neuseeland-Dollar zum Beispiel. Na, der zögert noch ein bisschen, er Kann ist man noch richtig. bis. Ja, nee, ich feuere jetzt nicht ab, aber ich sag ja, hier könnte man was tun. So, hier haben wir jetzt. Und hier, Moment, British Pfund Cut holen wir uns auch. Hier sieht man, super. Also gestern ja so viele Pips gelaufen, da denke ich mir auch, puh, 100, also fast 200 Pips, ja. Und hier haben wir ja auch eine wichtige Unterstützungszone. Also ich denke mir auch erstmal, kommt er zurück. Ja, ist interessant, auch gerade in dem Hintergrund vor Monatstief, oder war das das Vorwochentief? Aber das ist natürlich ein Vor wichtiges Level. Monatstief. Genau, Ja. wichtiges Level, ist richtig erkannt. Hast du früher auch damit gearbeitet? Da haben wir uns ja so sukzessive dann damals ausgetauscht, auch dass genau diese Punkte, und das kann man an der Stelle auch sicherlich den Zuschauern da mal mitteilen, also so markante, also Tiefs werden eben ausgebildet an markanten Stellen, und genauso ist es eben mit nicht nur Vortagestiefs, sondern Vorwochentiefs und auch Vormonatstiefs. Da sind schon wichtige Level, wo Ja. der Markt natürlich dann entsprechend eben ein Tief oder ein Hoch ausgebildet hat, und da ist immer wieder auch Bewegung oder Reaktion zu erwarten an den Punkten, und das ist auf jeden Fall auch gerade im Intraday-Bereich wichtig. Du hast vorhin deine Währungsstärke-Indikator gezeigt. Wie gesagt, das ist relativ, also du hast dich natürlich angefreundet, das muss man an der Seite auch sagen, wenn man so auf den Bildschirm schaut, ne? Ich habe ja da mal MetaTrader 4 auch manchmal die 15 Paare, wobei der Rainbow da in einfacher Struktur zu sehen war.
Es ist natürlich so, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Im ersten Moment sieht man ja vor lauter Farben praktisch die Candles nicht. Aber ich sag mal, du hast dein Auge da schon so gefiltert, Ich dass. habe, ich, nur, Entschuldigung, Nee, ich kein nutze Problem. dann jetzt seit 3 Jahren und ich habe mich daran gewöhnt. Also für viele ist es zu überladen, aber gut, ich gucke jetzt so, nee, also im Moment passiert nichts. Für mich sind das wichtige Sachen hier. Im Rainbow haben wir einfach die gleitenden Durchschnitten, die mir so die Trendrichtung zeigen. Ja, hier sehen wir in Stundenchart hatte Rainbow jetzt negativ gespinnt, oder wie sagt man, ja? Genau so. Ja, in 15 Minuten haben wir 1A eigentlich negatives Momentum. Ja, habe ich meine Vormonats-Vorwochen-Tiefs, dann habe ich hier meine Range, wo die Kurse so am Tag hinlaufen könnten, entweder nach oben oder nach unten. Da setze ich auch meine Take-Profits, ja. Pivotpunkte, hier, was der Kurs gelaufen ist, und hier habe ich auch so nochmal so einen Trendanzeiger. Also, wir Trendanzeige. sehen hier Eurocard haben wir hier bis D1 haben wir alles negativ, ja, Abwärtstrend. Also, da versuche ich mich in so ein paar einzukaufen, natürlich, weil mit dem Strom zu schwimmen ist immer besser als gegen Strom, zumindest was an die Märkte angeht. Ja, und hier sehen wir schon mal. In Eurocard, der wird wahrscheinlich ein bisschen zurückkommen. Wie von dir Also da vermutet, das war ja bildet auch die sich schon, Anzeige. ja, also da bildet sich schon eine Art Hammerkerze, ja. Und hier ist der Trend auch schon viel zu heiß gelaufen, ja. Da setzt er wieder zurück. Und wäre ich jetzt hier eingestiegen, wäre ich schon im Minus mit meiner Posi, ja. Das war ja noch vor 9 Uhr. Und wie gesagt, manchmal feuere ich auch mal zwischen 8 und 9. Dann nehme ich ein paar Pieps mit, aber ich warte dann nicht, bis die Kurse die Range ablaufen. Ja, da hole ich mir ein paar Pieps raus und dann gut ist. So einfach ist das. Ja, also wie gesagt, du hast ja wirklich deinen Plan mittlerweile geschmiedet und das aber auch eben über einen gewissen Zeitraum. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass es jetzt Nee, nicht mal. so einfach ist es ja nicht, weil das erfordert alles ein bisschen Übung, und wenn man nicht 1000 Charts gelesen hat, wird man das auch nicht können. Ja, also für einen jetzt Anfänger, wenn ich ihm hier was erzähle von Rainbow und Währungsstärke und so weiter und so fort, weiß ich nicht, ob der damit viel anfangen kann. Also ich denke mir, Rainbow ist schon etwas für Leute, die ein bisschen Überblick haben. Also über die Devisen, ja, Das ist richtig. generell. Gerade der Rainbow, wie gesagt, kann man Ja. ja geschichtlich noch sagen. Das gibt es, wie gesagt, im Seminar, was wir für den September mal angedacht haben, September, für den Herbst angedacht haben. Eigentlich haben wir das mal jedes Jahr aufgesetzt. Und wann war das eigentlich genau, Martha? Wann du das, war das vor 3 Jahren? Ist das schon 3 Jahre her? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, vor 3 Jahren, wann ging der JFT an den Start? Der JFD, jetzt das schon länger. Also bei Guidance, meine ich. Mit der Kursanbindung meinst du, das war auch Ja, vor ja, 3 Jahren ja, etwa, genau. Also der Handel ist ja jetzt dann seit diesem Jahr möglich, beziehungsweise seit Ende letzten Jahres. Also kann man ja über Guidance auch natürlich mit JFD sehr schön handeln. Aber den Preisfeed reinzuspielen, das war vor circa 3 Jahren, genau. Jetzt hier haben wir, was ich auch gesagt habe. Bitteschön. So, ist ja auch, die Kurse kommen erstmal zurück. Hier sehen wir eigentlich überverkauft. Ja, also nö, nichts für mich. Ja, hier British Pfund ist auch wunderbar gestern gelaufen. Ja, wir sehen jetzt schon British Pfund ist auf jeden Fall im Moment stärker als Schweizer Franken. Die Kurse laufen wieder nach oben, aber nach gestrigen Abverkauf ist es ja auch selbstverständlich. Ja, 140 Pips. Also hier, wenn ich merke, der kommt hier an, oder hier haben wir ja auch Support and Resistance vom Tagescharts gesehen. Also wenn ich da merke, Hammerkerze, die Währungsstärke ändert sich, dann würde ich auch sogar hier noch Short abfeuern, ja. Na, die Struktur ist ja schon bärisch, da gebe ich dir recht. Lass den sich mal Ja, ein bisschen erholen, ne? und ja, dann hätten wir hier zum Beispiel, wenn ich so Trades mache, stoppe ich sie relativ knapp. Also hätten wir hier 120 Pips, ja. Und dann irgendwie Stopp.
würde ich mal knapp machen. Und wenn sowas dann knallt es richtig, ja. Also können auch drei, vier Trades daneben gehen und beim fünften habe ich trotzdem noch ein fettes Gewinn. Mal so ist ja das generelle Prinzip im Rainbow. Hast du eigentlich eine gute Trefferquote? Kannst du das so statistisch? Beim Rainbow habe ich 65%. Also doch schon sehr, also trendfolgend ist es ja eher ungewöhnlich, dass man so eine gute Trefferquote hat. Liegt aber daran, dass du ja eher rein und raus gehst sozusagen und nicht immer volle Strecken mitnimmst, oder? Nee. Ich habe mir auch für M1 meinen eigenen Tempel erarbeitet, auch mit so Rainbow-Strukturen. Mal gucken, ob ich dann hier in dem MT4 habe. Ah, ich habe aufgeräumt gestern. Ja, durchaus. Also, das ist eigentlich nicht der, aber ich probiere immer neue Sachen und so. Ja, das sind Heikinashi-Kerzen und dann schneide ich mir immer so ein paar Pips hier raus. Also, das wären jetzt 12 Pips in 1-Minuten-Chart. Also, ich probiere viele neue Sachen. Jetzt habe ich auch ein paar neue Sachen am Start. Die werde ich jetzt die nächsten Monate testen. RB. So, gleich sind wir hier. Ja, Chris, So hast du abgefeuert irgendwo? Nö. sieht das mal aus. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich lausche deinen Gesängen und bin mal gespannt. Mit Verlaub, schau ja, Ja. was du hier so treibst. Die Bühne ist da dir. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt da noch der Rücklauf im Euro-US-Dollar war ein bisschen schwächlich. Jetzt dreht er wieder nach unten ein Stück weit, aber ich hätte mir da auch einen stärkeren Rücklauf gewünscht, weil das, was du sagst, ist genau richtig, dass da häufig nach 9 Uhr nochmal die Karten gemixt werden und zwischen 8 und 9 da teilweise wilde Sprünge stattfinden. Manchmal verpasst man startendes Momentum, aber häufig kommen halt wirklich Ja. die Pullbacks. Ja. Wenn Also man Euro-Out läuft hier eigentlich ganz gut, ne? Wir haben jetzt also Out-Stärke ist ja, hier sieht man es, ist ja fantastisch. Hätte mal abfeuern können, aber okay, da sehen wir uns. Das ist kostenlos. Also ich habe, glaube ich, 20 Währungsstärke-Indikatoren mittlerweile zu 20 Hause. Stück, da bist du Wahnsinn. 20 Stück, weil ich alles gerne ausprobiere. Hier habe ich mal auch was Neues. Ja, das sehen wir im Tagesstart eigentlich heute. Haben wir Cut mit Stärke, British Pfund Euro Schwäche, Out haben wir starkes Momentum. Und im Moment zeigt es mir auch. Aber wenn ich jetzt so viel erzähle, kann ich mich irgendwie nicht konzentrieren auf die Märkte. Ja. Das glaube ich dir. Das ist immer. Ich bin dazu nervös, ich bin nicht so abgebrüht wie du. Ja, jetzt hör mal auf. Das ist bei jedem, ist es, sage ich mal, definitiv so, dass man da sagt, ja, wo waren das zuletzt? Genau, wir hatten ja mit dem Dirk Hilger auch ein Webinar, der da auch, sage ich mal, in sehr kurzfristigen Timeframes mit seinem Stereo-Trader da agiert. Und der war dann, sage ich mal, kurzzeitig auch genauso abgelenkt, eben weil man beim Reden und Reden und gerade wenn man eben so viel redet und auch erklärt, fehlt einem natürlich immer der Überblick. Insofern ist es auch gar nicht mal schlimm, wenn wir ein bisschen Silence haben, die Teilnehmer auch mal fragen können. Oder hier im Chat fragen. Jetzt habe ich nämlich denn hier schon einiges an Fragen schon drin. Da muss ich mal gucken. Also viele Fragen eben nach dem Rainbow-Indikator. Können Sie das Template erklären, Ralf? Da müsstest du Das nochmal, Template? genau, da müsstest du, Ralf, müsstest nochmal genauer spezifizieren. Aber da kann Martha sicherlich noch das vorherige. Ah, ich glaube, er meint die Währungsstärke-Geschichte. Währungsstärke? Also da wohl praktisch die Meint er das auch Übersicht. wirklich, bevor ich hier Das hier, genau, ich glaube, genau, das meint der das Ralf. da? Genau, das Rechte, das meint er, genau, links, das kenne ich auch. Also ich sage mal, ich habe ja auch Währungsstärke da bekommen. Links, das ist, wie Martha ja schon sagte, auch so ein Überblick aus dem M15 raus. Da sind 148 Indikatoren und Oszillatoren gemixt, die dann hier so eine Trendbewegung anzeigen, ja. Und dann, wie Martha schon sagte, wird da praktisch rausgelesen, wie stark das Momentum ist. Und das geht von minus 100 bis plus 100, also minus 100 ist rot und plus 100 ist in dem Fall blau, bei mir ist es grün. Und da kann man eben sagen, ab 50 plus minus kommt Bewegung rein, ab 75 wird es richtig interessant und in Richtung 100 ist es dann eben bald schon überkauft oder verkauft. Und die rechte Seite, das ist eine Währung nach einem CCI, also es ist zumindest auch so ein Mix, aber auf jeden Fall ein Währungsstärke-Mix. Ich kenne den jetzt rechts nicht, ich habe da einen anderen Währungsstärke-Indikator, aber den würde er wohl noch mal kurz erklärt haben, weil welche Timeframes du da zum Beispiel hast oder wie du da Also vorgehst. ich habe jetzt M1, M5, M15 und H1.
Ja, wir sehen hier australischer Dollar, der ist ja ganz nett, weil der zeigt uns ja auch quasi hier, wie stark die Währung gelaufen, also plus 51. Und wir sehen, australischer Dollar läuft seit hier, seit 15. August 1A. Ja, hat man ja auch gesehen. Hier haben wir den Cut. Super. Hier sehe ich Schweizer Franken war die ganze Zeit stark, heute mit Schwäche. Ja, Neuseeland hat jetzt auch ein bisschen abgebaut. Also wenn ich jetzt sowas sehe, ich sehe jetzt, Moment, ich mache das jetzt weg. So, wenn ich jetzt zwei Pairs zur Auswahl habe, Euro, Neuseeland zum Beispiel, ein Euro out, ich sehe, dass der eine Indikator eindreht, dann feuere ich lieber in Euro out ab. Und dann sehen wir auch wirklich, der läuft. Und eigentlich habe ich schon gerechnet, dass der ein bisschen zurücksetzt, aber spätestens am S2 hier. Das meinst du, Mal hättest gedacht, schauen. dass er stärker zurück nochmal in die Asia Ja, reinschlägt? ich dachte nicht, dass der jetzt so schon 1A läuft. Ja. Das Rechteck übrigens, liebe Leute, das Grüne, was ihr da seht, das ist sozusagen die Handelssession grob im asiatischen Raum so, die Genau. Übernachtssession. Und da ist auch mal schön, das sieht man auch jetzt sehr schön, dass die Preise da, wenn sie da raustropfen sozusagen, dann gibt es dann immer Tagesmomentum in die Ausbruchsrichtung. Ist nicht immer der Fall, ganz klar, aber es ist immer interessant, wenn der asiatische Handel sozusagen dann so langsam dem Ende sich neigt und dann die European Session anfängt sozusagen, dann sieht man immer sehr schön, wenn es denn einen Ausbruch gibt, da kann man eben auch ganz klar sagen, neues Tagestief, neues Tageshoch, also neue Höchst- und Tiefstände, dass dann immer Bewegung reinkommt. Aber es ist immer sehr schön zu sehen, wie die Asia-Range gehandelt hat. Und wenn es da eben einen Ausbruch oder, wie Marta ja jetzt schon sagte, theoretisch da so einen Rücklauf gibt, und da bist du ja dann auch an den Vortagestiefs, in dem, bei dem Ja. Fall beim Euro out. Das ist natürlich dann ein doppeltes Level, wo man sagt, da lohnt Aufmerksamkeit. Weil man gerade, wenn man so einen Rücklauf sieht, eben dann feststellt, okay, da hat man dann ein gutes CRV. Und darum geht es ja auch Ja. im Wesentlichen, dass du gute Chance-Risiko-Verhältnisse rausfilterst. Genau, ihr seht es Hier. auch, Martha hat immer viele Hier. Templates, die sie reinschiebt. Ja, hier sehen wir auch, der Neuseeland hat jetzt zum Beispiel seit 9 Uhr ziemlich nachgelassen, British Pfund stärker und wenn ich jetzt hier abgefeuert hätte, wäre ich ja schon total im Miesen oder ausgestoppt worden. Ja, hier haben wir wieder Vortagestief und da sieht man, der Markt wird wieder hochgekauft. Ja, Und dann mal auch schauen, was hier passiert. in der Asia-Range kommt er ja noch dazu. Der ist ja Ja, nicht genau. Ja, ausgebrochen. ja, ja. Ja, gut. Wie gesagt, ich steige auch noch in der Asia Range, aber das ist jetzt für einen Anfänger oder für jemanden, der jetzt nicht so ein Gefühl dafür hat. Ist es jetzt vielleicht nicht empfehlenswert. Also das wird vielleicht jetzt so hin und her gehen, mal schauen. Also wenn ich jetzt sehen würde auf meinen Währungsstärke-Indikator, dass der britische Pfund jetzt total nachlässt und der Neuseeland aufwertet, würde ich schon hier abfeuern. Ja, In also wenn der der am Asia. Open wäre. Ja, ja. Also wir sehen im M1, M5, M15 sind wir jetzt wieder in Aufwärtstrend. Ja. Ja, das übergeordnete Momentum ist ja schon wegen dem Rainbow aus dem M15 schon noch bärisch, aber wenn er in der Ja. Asia-Range ist, auch so die Erfahrung, da hat sich der Markt Ja, mehr oder weniger ja. noch nicht wirklich entschieden. Und da muss man, das ist ja auch wichtig, die Füße durchaus mal stillhalten. Ja. Und hier sehen wir auch, wie der britische Pfund an Stärke gewinnt und genau am Vormonatstief, Vortagestief dreht er wieder. Ja. Es ist ja sehr schöner Indikator. Danke für, hast du es mir ja geschenkt. Ja, das, Ich habe es auch nicht weitergegeben. ja, um Gottes Willen, wie gesagt, du leistest hier viel, viel Support. Ich meine, du bist natürlich auch sehr technisch orientiert. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als jetzt, sag ich mal, manch anderer Währungstrader. Ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel Jay an der Stelle, der sehr fundamental ausgerichtet ist und da ganz andere Skills hast. Du hast da sozusagen deine, ich sag mal, die Rainbow-Welt sozusagen manifestiert, hast das ergänzt mit deinen Skills und hast da eben jetzt, sag ich mal, eine sehr technische Vorgehensweise. Das heißt eben hier gewisse Key-Level anschauen und einfach Bewegung traden und Momentum handeln in dem Sinne. Und ob das jetzt eine zinsstarke, zinsschwache Währung ist oder ich sag mal, die Rahmendaten des fundamentalen Aspekts, die interessieren dich eigentlich gar nicht, oder wie ist das? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Und du bist nur Nee. Intraday unterwegs oder hast du auch mal Positionen, die über Tage laufen?
Nee, habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich kann da nicht Ich erzähle schlafen. es Nee, gerne nochmal. ich hab versucht, wirklich mich in Swing Trading, aber bin nachts aufgewacht. Ich schlafe ja immer mit meinem Smartphone am Ohr, weil da habe ich ja meinen Wecker. Und wenn auch jemand von der Arbeit anruft, dass ich wieder mal einspringen muss oder ich dann zum Notfällen rüber muss ins Krankenhaus, dann habe ich immer mein Smartphone bei mir im Bettchen. Und dann bin ich nachts wach geworden und dann habe ich die Positionen gecheckt, dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Also wenn ich abends schlafen gehe, möchte ich nicht mehr im Markt sein. Ja. Ja, kenne ich einige, bei denen es so ist. Da muss man auch schon recht trocken sein, sage ich mal, um das, sage ich mal, auszustehen. Das ist aber natürlich eine Sache, wenn du mit kleinem Risiko reingehst, geht das ja natürlich immer, ne? Aber was haben wir hier? Ja gut, ich gucke ja gerade, weil der Cut drückt ja gerade und da haben wir es. Ja, und der Yen hat jetzt wieder an Stärke verloren. Wir sind ja hier nochmal in der Asia-Range. Problem sehe ich wieder mal hier vor Tageshoch. Also auch wenn der jetzt hier ausgebrochen ist, gehe ich auch wieder nicht in den Trade rein. Der ist jetzt schon mal hier. Also da wären wir schon 30 Pips in Plus. Mal schauen. Also ich habe es verpasst zum Beispiel. Hier wäre ein schönes Moment. Also das war ja ganz früh, wäre mal was. Einstieg hier gewesen. Aber gut, das war ja vor 9 Uhr. Wenn ich jetzt sowas sehe, sag mal um 9:30 Uhr, dann steige ich auch hier in der Asia Range rein, ja? Also Pivotpunkte sind ja auch immer so gute Unterstützung oder Widerstandszonen. Und da wäre schon meine Posi leicht im Plus, hätte ich schon mal einen Teilverkauf machen können und schon mal meinen Stop-Loss nachziehen können. Und wenn der Kurs dann zurückkommt, dann habe ich trotzdem habe ich den Trade mit Gewinn abgeschlossen. Ja, Ich habe so gerade gesehen. jetzt hängt da, du Ja, sitzt alles gut. gerade vor wie viel Bildschirm? Also ich meine, du bist ja jetzt hier am Hin und Fünf. Her vor fünf Bildschirmen. Na, guck mal, du musst ja auch erstmal Ja. überwachen. Aber dein Fokus liegt da auf der Währungsstärke schon, wo da Momentum gerade aufkommt praktisch. Ja, also normalerweise habe ich zwar nicht zwei Monitoren mit Währungsstärke, nur ich habe, wie gesagt, den Indie habe ich jetzt, glaube ich, vor 10 Tagen erworben. Und den fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, der zeigt hier so diese Fibo-Levels und da drehen die Kurse ja auch wirklich an diesen Stellen, drehen die dann einfach. Moment, jetzt gehen wir eine Stunde. Der Ralf Wo fragt sind. gerade, woher bekommt man die Indies? Vielleicht kannst du uns das auch zeigen, wo du die herbekommen Sag mal. hast. Hier bei MQL5 gibt es ja so viele Indikatoren. Das ist der Herr, der die hier verkauft. Der hat ja nur andere Sachen. Hier, das finde ich auch interessant. Vielleicht werde ich mal testen, weil du kannst ja, der hat ja auch hier auch Gold drin, zum Beispiel. Guckt an, Hier da. mit Öl. Mit Öl habe ich auch noch nicht gesehen, so einen Währungsstärkeindikator mit Öl. Also ich werde es mir wahrscheinlich holen. Ja. Hier. Und da Ja. ist eine ganze Strategie beschrieben, wie man die Indikatoren nutzt. Und da habe ich gesehen, der hat hier wirklich positive Feedbacks. Ja, viele Leute haben das ja ausprobiert und da sind wirklich Strategien beschrieben, kann man sich was erarbeiten, ja. Ja, das. Also interessantes Tool, finde ich. Also das ist so ähnlich wie das. Hier natürlich, das ist ja auch so ein Liniengraph, kann man sehr sagen. Aber hier habe ich ja keine diese Fibo-Levels. Ich weiß ja, hier ist jetzt out in M1 ist ja schon sehr stark gelaufen und ich bin mir sicher, dass der irgendwann mal zurücksetzt. Und da haben wir auch, sehen wir auch hier 95%, ja, das ist ja schon fast am Limit, ja. Du kombinierst also sozusagen die einzelnen Tools und hast natürlich dann auch immer ein offenes Auge für so neue Geschichten. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich da häufig nicht verzettelt, ja. Aber ich sag mal, das Grundprinzip der Währungsstärke bleibt ja da gleich. Oder ich sag mal, der Ansatz ist ja der, Genau, dass du genau. Momentum suchst als solches. Wie gesagt, ich will das jetzt für mich testen und deswegen habe ich auf zwei Monitoren jetzt diese Währungsstärke-Indies laufen. Ansonsten verliert man auch halt Überblick, wenn Und man zu das ist viel das, da wo drin du, hat. sag mal, auch in dem sehr kurzfristigen Bereich da aktiv bist. War das so, Ja, ne? hier, also wenn ich in 1 Minuten, habe ich dir gestern Abend noch erzählt, wenn ich in 1 Minuten-Chart bin und irgendwie hier sehe ich, Schweizer Franken hat zum Beispiel nachgegeben und ist ja hier Momentum in Dollar. Ja, dann gehe ich natürlich long in USD, Schweizer Franken
Und wenn der Sonnenlevel dann anläuft, schließe ich meine Position. Da sieht man ja, zack, und geht's wieder nach oben. Du nutzt Ja. es also eher zum Ausstieg oder zum Einstieg? Beides. 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 Also ich mache auch so, steige ich, muss ich sagen, auch gegen den Trend, ja, wenn ich sehe, dass hier die Kurse eindrehen. Also wenn jetzt ein Kurs 50 Pips gelaufen ist und ich sehe, okay, die Strecke lässt jetzt nach hier und der wertet mal auf, dann feuere ich mal ab und nehme 5 bis 7 Pips mit, ja. Ist besser als gar nichts. Ja, das ist ja auch sehr, sehr, also wie gesagt, bist ja definitiv kurzfristig unterwegs. Ich meine, das ist jetzt aber auch wieder ein leicht anderes Template. Also das heißt, das ist Ja. jetzt so, sag mal, neben dem, wo du da vorhin die 6 Währungspaare immer hast, ist das jetzt hier, warum Und das das hier? ist meine Übersicht. Also wenn ich morgen sehe, mir die Märkte angucke, klicke ich mich alle durch alle Währungspaare hier durch. Also. Also ja. Und dann habe ich ja auch hier noch die Übersicht im Tageschart, in H4, in H1. Da sehen wir auch wieder hier australischer Dollar, Schweizer Franken 1A ausgebrochen. Ja. Wie sieht es in H1 aus? Naja, H1 sieht jetzt nicht so schön, aber schon durch die Stärke von australischen Dollar und Schweizer Franken hätte man hier auch schon mal schön einsteigen können. Also es gibt heute so viel, dass man gar nicht weiß eigentlich, was man machen Du wirst sollte. jetzt aber, ich meine, gut, wir sind jetzt hier am Rad schon und uns angucken, gar keine Frage, aber du wirst jetzt eher die Rücksetzer abwarten. Also jetzt. Ich warte, ja, ups, wo ist es? Moment, zack, da. Ich warte jetzt, also die Wolla ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen, oder? Absolut. Hier hat man ja, also in so einem Markt braucht man auch nichts machen, weil jetzt kann es jetzt so von sich hingehen bis 11 Uhr, ja. Das wollen wir nicht annehmen, aber wir haben ja jetzt auch noch, warte mal, haben wir da 10:30 Uhr, haben wir noch mal Daten aus Britisch. Großbritannien, genau. Ja, Da kann aber das. da mache ich natürlich, während der News mache ich ja nichts. Machst du nichts. Ihr seht, das ist auch ganz interessant, zu dem Vorfeld, wo wir hatten im letzten Live-Event, ja, der Dirk, der ist einer, der dann eben mit seinem Stereo-Trader-Tool da wirklich auf News aus ist, weil eben da Bewegung kommt und da hat er im Prinzip auch ein eigenes Trading-Frame im Frontend, also ein eigenes Template sozusagen, was auf dem MetaTrader sitzt, wo er dann, hast du schon mal gesehen, den Stereo-Trader als solches? Kennst du den? Ich hab mir das Webinar? mal angeguckt. Ja, habe ich mir angeguckt. Aber wie gesagt, ich bleibe beim Rainbow und bei dem, was ich jetzt kann und versuche für mich was selber zu erstellen. Ja, man kann sich zwar was woanders abgucken von Tradern, wie ich von dir Rainbow Trading mir abgeguckt habe und das war für mich das, was für mich funktioniert hat. Ja, und da versuche ich immer wieder was Neues, aber ich merke das nach 1, 2 Wochen, dass es halt doch nicht funktioniert oder keine gute Idee war. Also wenn ich so ein bisschen meine Idee getestet habe. Ja, und dann gucke ich mal wieder auf was Neues. Also hier der Euro Neuseeland-Dollar sieht ja schön aus. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn hier würde ich einsteigen, wenn die jetzt der Euro noch mal ein Stückchen nachlässt und Neuseeland stärker wird, ja. Würdest du deine Pending Order setzen Ja, oder würdest du nee, da ich würde abfeuern? warten. Hier würde ich auf einen Ausbruch warten, sogar, ja. Na gut, da hält sich noch ein bisschen zurück. Ist ja wie gesagt, das ist das Ding in der Nee, Asia-Range. ja, das meine ich. Aber hier war es schon von 9 Uhr, sind die Kurse gelaufen. Gut, hätten mal ein paar Pips machen können, aber das weiß man nicht vorher. Ich mache ja immer so Screenshots von meinen Trades und dann gucke ich es mir an und mit der Zeit habe ich einfach herausgefunden, dass weil wenn starke Widerstandszonen kommen, dass die Trades dann doch meistens in die Hose gingen. Ja, und das ist so, wo ich dann doch nicht mehr einsteige. Ja. Ja, da lehrt die Erfahrung sozusagen. Die Ingrid fragt gerade wegen Ja. dem grünen Rechteck. Das ist eine Zeitzonen, ja, Rechteck, Welches was man grüne auf, Recht? na, das Grüne, wo die Hier? Asia-Range, ne, die Asia-Range oben. Ah, die Asia-Range, ja. Genau, kannst du da mal draufklicken, dass man das mal kurz sieht von den Einstellungen Hier. her. Von Einstellung. Also Chris, wollte ich dich mal was fragen, weil wenn ich morgens mal
PC hochfahre, mein MT4 aufmache, die Box verstellt sich. Entweder endet sie um 9 Uhr morgens oder um 7 Uhr morgens. Ich muss das jeden Morgen neu einstellen. Du musst immer den Chart aktualisieren, das ist richtig. Das Also ist muss das. ich wirklich, aber früher war es nicht so, da musste ich gar nicht aktualisieren, da war, Oder also, das ist mir nicht aufgefallen. ist es dir Okay. vielleicht, also wenn du den Metatrader ausschaltest, wenn du den ausschaltest, also wenn du den runterfährst, oder ich meine, viele sagen ja auch, wir lassen es auf dem VPS-Server laufen, da wird es dann immer weiter so gehen, aber wenn du den Okay. runterfährst, dann musst du den im Prinzip einmal einen Switch oben beim Timeframe machen oder eben dann nochmal aktualisieren, sodass das Timeframe sich anpasst. Und da, um die Ingrid oder Ingrid das zu zeigen, da siehst du im Prinzip das Season Beginn, 23:07 Uhr, wobei das ist GMT, da muss man auch immer wieder, also Greenwich Mean Time, also die Londoner Zeit. Die ist ja ein Stück weit verschoben zu unseren, aber das fängt sozusagen den asiatischen Handel ein in dem Rechteck und du kannst dort auch, ihr seht ja dann noch zwei weitere Timeframes, theoretisch die European Session eintragen und auch die US Session. So hast du dann praktisch immer Rechtecke im Chart, wobei Martha hat es auch nicht mehr drin. Ich habe es bei mir auch rausgenommen, aber man kann da praktisch drei so eine, sage ich mal, Timeframe-Blöcke in den Chart zeichnen, um dann eben zu sehen, wie die entsprechende Range ist. Genau. Ich habe es rausgenommen, als du es rausgenommen hast. Ich bin ja sowieso meistens nachmittags nicht am PC. Ich gehe um 11:30 Uhr aus dem Haus und zur Arbeit und kann sowieso so gut wie nie nachmittags traden. Nur Donnerstag habe ich freien Tag. Dafür gehe ich lieber dann Samstag arbeiten. Das ist mein ganzes Leben ist irgendwie auf Trading ausgerichtet. Meine Güte, das soll schon was heißen, aber es ist Ja, du bist das. dran schuld. Na gut, wir hatten ja damals das Vergnügen, wie gesagt, du warst ja damals auch in der Phase, wo du gesagt hast, na, ich meine, du probierst ja heute auch noch aus, sagt man ja, man sollte da auch nie, sage ich mal, seinen Erfahrungswert irgendwie abschließen und sagen, so, jetzt habe ich den Stein der Weisen. Man muss sich ja immer weiterentwickeln und rumschauen. Ich meine, du hast ja dein Grundsetting vom Verständnis her so gebaut, aber du bist ja trotzdem bestrebt, da auch mal wieder jetzt gerade was die Währungsgeschichten, Ja. Stärke, Momentum-Indikatoren oder sag ich mal Ja. Signalgeber anzeigen, bist du ja immer noch sehr, sehr offen und lernst auch dazu. Aber damals warst du ja an dem Punkt, wo du gesagt hast, na, das taugt dir wohl nicht so recht. Nee, mit dem Rainbow? Nee, das Nee, war mit dem DAX. mit dem Trading vorab sozusagen, wo du Ach gesagt hast, so, so. ja, genau, weil ich war kurz vorm Aufgeben. Ich habe mich so auf DAX irgendwie fokussiert und das Tierchen. Oh, da tut sich was. Achtung. Oh. Moment, ich habe heute extra ein neues Ding. Ja, Feuer frei. Da haben wir jetzt eine rote Kette. Also ich dachte, es kommt jetzt mal ein bisschen, aber schauen wir mal. So, wir knappen Stopp über den letzten Hoch. Mal schauen. Du Moment. hast, ich sehe gerade, also genau, Stopp hast du da auch, hast du jetzt da, sag ich Ja. mal, manuell Da ist gesetzt? Der will nicht ausbrechen, aber ja, ich habe ja früher mit einem JFD-Addons gearbeitet, aber da hängt sich mein PC auf. Ah, Ich habe die rausgenommen. weil du zu viele Templates drin hast. Ja, Also ich ziehe, British Pfund wird ja stärker. Moment, ich muss USD. Jetzt tut sich irgendwie was. Okay, ich lasse jetzt die Posi laufen. Ich habe hier meinen Stop-Loss und schauen wir mal. Hast du ihn aber, ich sehe gerade, weil du ja, du nutzt das One-Click-Template links Oh, oben. Ja, ja. jetzt kommt da gerade ein bisschen Momentum beim Euro rein auf Yeah. der Gegenseite, aber man muss natürlich Ruhe bewahren. Der Punkt ist, ein Take-Profit hast du jetzt nicht automatisch gesetzt sozusagen. Nee, ich mache das manuell. Okay. Ja. Was hast du für ein Order-Tool oder? Ich habe ja, wie gesagt, das immer mit dem CRV von 3 zu 1 in der Regel, wobei man das auch nicht manifestieren kann. Das heißt, da Teilverkäufe gibt es. Man kann auch den Stop, der zieht sich ja, der trailt sich automatisch nach. Man hat das ein bisschen, sag ich mal, automatisiert im Rahmen der begrenzten Zeit, die einem zur Verfügung steht. Das manuelle Monitoring, so wie du das jetzt hier betreibst, das ist ja schon sehr intensiv. Und da habe ich, wie gesagt, auch ein bisschen mich unterstützen lassen, was auch die Frequenz generell hat sehr, sehr schmälert. Aber im Grunde genommen ist es ja, geht es ja nicht immer um Quantität, ja, sondern vielmehr um Qualität der Ausführung oder Trades. Und das ist dann auch schon eine beruhigende Sache. Ich meine, ich habe da in den letzten 17 Jahren auch so ziemlich viel miterlebt an Dingen, wie man es machen kann oder besser gesagt, wie man es auch nicht machen sollte. Und da ist eine ganz wichtige Erkenntnis auf jeden Fall, weniger ist mehr, dass man da eben nicht
versucht immer alles mitzunehmen oder jeden Trade, oder es gibt auch mal Tage, wo man ein Stück weit ruhiger bleibt. Aber hier ist es bei mir eigentlich immer festgeschrieben, dass ich gerade beim Rainbow, also wenn ich das Template so habe, mit einem CRV von 3 zu 1 arbeite, weil auf den Timeframes M15, M30, H1 ist es meistens so, dass du, oder das wundert mich halt, oder wundert mich nicht, sondern weil du im kurzfristigen Timeframe ja unterwegs bist, ist es durchaus legitim, weil du ja schnell rein raus gehst. Aber auf den höheren Timeframes habe ich eben eine Trefferquote von unter 50%. Die ging so im Bereich 39, 40%. Und da brauchst du immer wieder, also mindestens ein CRV von 2 zu 1, wenn nicht sogar 3 zu 1 eher. Und deswegen ist bei mir immer ein TP, also der Take Profit, immer auf dem dreifachen Risiko eingestellt. Also wenn ich jetzt 10 Pips Stopp habe, ist das automatisch bei 30 Pips. Und das muss er eigentlich auch abräumen, damit das überhaupt langfristig einen positiven Erfolg bringt. Aber das ist, wie gesagt, auf den größeren Timeframes. Mein 1-Minuten-Chart, wie gesagt, du bist da ja auch sehr impulsiv, will ich mal sagen. Ja, du bist da, du feuerst immer Aber ab. hier, wir haben mal schon einen Ausbruch im australischen Dollar verpasst. Der hat hier das vor Wochen hoch rausgenommen, ist auch mächtig Druck im australischen Dollar. Moment, da auf Steht noch, meinen, ja. Moment, hier. Ja, auf jeden Fall haben wir sie ganz stark. Und hier US-Dollar auf jeden Fall schwächer. Ja. Und wo ist mein Neuseeland-Dollar? Ah, hier. Na, schauen wir mal. Im Moment British Pfund mit mehr Druck, aber ich habe ja meinen Stop-Loss. Und wenn nicht klappt, dann kommt die nächste Chance. Oder man kann ja auch schon mal Teilverkauf machen, also Risiko rausnehmen. Ja. Dann tue ich meine Position halbieren oder so. Ah, und hier, guck mal. USD-Cut. Was, Looney? Was sagst du? Warte mal, ich muss Als gucken. Chef. Wo ist denn der Luden? Guck Ach, da mal, rechts oben, ja. schnell, guck Ja. mal, das wäre eigentlich besser, oder? Das sieht gut aus. Schon. Also besser ist relativ. Ich meine, Ah, das. ja, zack. Genau. Feuer frei, Chris. Ja, der gewinnt. Also ich sehe, ah, jetzt drückt der Cut wie verrückt. Ach, wie aufregend, US-Dollar setzt nach. Jetzt muss ich mal schnell meinen Stopp setzen. So, das ist ja jetzt negatives Momentum. Ich sehe, dass die, wir haben hier, ups, MACD-Candles, ja. Und wenn die sich rot färben zum Beispiel und aus der asiatischen jetzt hier schön ausbrechen, dann haben wir so quasi starkes negatives Momentum und der Chart passt eigentlich ja auch. Ja, Na ich du. meine jetzt vom CRV her ist das jetzt nicht so optimal, weil naja, Das was sieht haben schon wir sehr hier? spannend aus, aber jetzt sagen wir Ja, 1:2 haben wir. Ja, vom Ansatz also her. das wäre bessere Option, aber ich mal schauen, also was hier passiert. Nur um 10:30 Uhr kommen News aus. Ah nee, ich habe in Euro Neuseeland-Dollar abgefeuert. Okay. Ah, ich dachte, es wäre britisch Pfund. Okay, alles gut, Chris. Also Euro Neuseeland-Dollar habe ich abgefeuert. Ja, Da bin genau. ich jetzt beruhigt. Das ist Auf jeden wichtig. Fall ist der Euro viel schwächer als denn. Ich dachte, es wäre britisch Pfund. Ich bin so aufgeregt, Leute. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, Aber kein der Stress. hadert nur ein bisschen und auf jeden Fall ist der Euro viel schwächer als der Neuseeland-Dollar. Da ist mir jetzt Stein vom Herzen gefallen. Cut mit Druck. So. Aber jetzt hast du ja am 15, sage ich mal, das ist ja das klassische Timeframe, wo du dich da jetzt auch bewegst und, sage ich mal, Also mit handierst. Rainbow, ja. Und Also wirklich. Entschuldigung. im M1, sage ich mal, nutzt du da auch den Rainbow, muss ich jetzt mal bescheiden fragen, Ich oder? habe mir, da was selber gebastelt, habe ich ja vorhin gezeigt, aber es war jetzt auch nicht das Richtige, womit ich rede, nur ich weiß jetzt nicht mehr. Moment, mal gucken. Ich habe gestern ein bisschen, oh, hier habe ich nicht aufgeräumt. Ne, das ist er nicht. Egal, ich kann es ja heute Nachmittag nochmal Klar, zeigen. kein Stress, um Gottes Willen. Ja. Und da sehen wir, ja, hier. Eure Out ist schon die Tagesrange abgearbeitet. Und da haben wir auch Erfahrung gemacht, dass man hier nicht einsteigen sollte, obwohl gestern waren ja Tage, wo es wirklich Overday Range gelaufen sind, die Kurse 50, 60 Pips, ja. Und aber trotzdem, ich für mein Trading-Verhalten steige ich da jetzt auch nicht mehr aus. Nein. Also aus auf jeden Fall.
Man muss ja auch da, wie So. gesagt, klare Rules an den Tag legen. Und Ja. die zwei jetzt mit dem Ausbruch Asia Range, das ist ein schönes Beispiel. Jetzt ist es eben auch nach 9 Uhr schon. Asia Range läuft sozusagen langsam in die Ermüdung. Und jetzt ist eben die Frage, ob die da wirklich signifikant rausgehen. Wie gesagt, vorhin das Gesagte, in der Asia Range immer rumdümpeln. Vor 9 ist es immer tricky mit den Ausbrüchen. Aber jetzt, wenn nach 9 die Ja. Ausbrüche kommen, sieht das eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Also US-Dollar Cut, Loonie, das war, so wie gesagt, der nimmt jetzt schön Fahrt auf. Der Dollar ja auch ein Stück weit schwach unterwegs jetzt nach unten. Aber ja, muss man mal Ja. abwarten. Wie gesagt, die zwei hast du jetzt abgefeuert und hast ja Ja, ich sozusagen da warte, die. dass hier will er nicht so richtig. Schauen wir mal. Na, Euro Ich gebe Neuseeland-Dollar ist eh mal. so ein Crossrate, was ich sag mal, ist natürlich ein Nebenpaar, so kann man es ja fast sagen, von den 28. Der nimmt mal richtig Fahrt auf oder ist ein bisschen bockig, so wie er jetzt hier gerade rumeiert. Das ist natürlich immer wieder man weiß es im Nachhinein immer besser. Ja, das weiß jeder. Aber Euro-Austral-Dollar zum Beispiel hat jetzt die Range gerade abgearbeitet, sehe ich gerade. Ja, sie ist abgearbeitet und kann ja bei dem Druck kann es ja natürlich noch ein bisschen weitergehen. Also ich vermute sogar, wenn es so weiter bleibt, dann hier bis S3. Na, der hat ja gestern auch mega überschossen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf Ja, habe. ich habe es gestern Abend noch, wo ich nach Hause kam, habe mir noch die Charts so ein bisschen angeschaut und habe echt gestaunt geguckt, ja, Ja, da was ist da gestern 190 Pips fast gefallen, also oder war. 185, irgendwas in der Richtung. Also das ist schon deutlich über den Durst gewesen. Ja, aber im statistischen Mittel, um das kurz zu erklären, da unten beim Euro-Austral-Dollar, die ADR, also Average Daily Range, das ist sozusagen die durchschnittliche Tagesrange, die so ein Währungspaar abarbeitet. Und da kann man ja auch gut, ja, anhand des Pareto-Prinzips das so ein Stück weit ableiten. Aber tatsächlich in 80% der Fälle bewegt sich das Preisverhältnis oder das Währungspaar sozusagen in dieser Range, ja, in der statistischen Range. Aber es gibt eben auch 10, 20%, wo es dann wirklich mal rauskracht und dann gibt es eben ordentliches Momentum und da kann es auch zweimal, dreimal so viel an Bewegung geben. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu erhaschen sozusagen. So, warte mal, wir haben auch ein paar Also. Fragen. Reza, an dem Punkt bin ich auch so langsam angekommen. Ach so, an dem Punkt des, sag ich mal, Haderns und Zweifelns wahrscheinlich in Sachen Trading, vielleicht da nochmal drauf eingehen. Wo bekommt man die Heatmap mit den Zeiteinheiten her? Zeiteinheiten? Günther fragt das an der Stelle. Ich glaube, das war das Template, also den Nitro. Ich meine, glaube ich, er meinte Nitro. Warte mal, ich hol mal. Naja, da. Genau, kurz Günther, du meinst das auf der linken Seite wahrscheinlich. Ich darf vielleicht kurz mal Feedback geben, dann kann ich das auch sagen. Megatrend FX, glaube ich, heißt die Webseite, wenn ich mich nicht irre. Genau, Der das. kostet, glaube ich, 250 € oder so. Ja, Also. der hat schon seinen Preis, aber das ist ja auch ein Komplettpaket. Da gibt es ja noch ein paar Sachen mehr Ja, dazu. ja. Ja, natürlich. Also ich Genau. bin auch froh, dass ich den mir geholt habe, weil dann morgen setze ich mich hin und gucke schon mal, oh, das läuft super hier, haben wir USD-Cut. Also hier sehe ich, ich liege richtig, nur der ist ja auch schon recht stark gelaufen. Ja, aber bis Hier hat man vorhin 75. schon 100%. Ja, 75 ist für mich in Ordnung. Bei 95, wie vorhin, steige ich nicht mehr ein, aber wie man sieht, trotzdem laufen die Kurse weiter. Nur das weiß ich nicht vorher. Meine Erfahrungswerte sagen mir nein. Und mache ich nicht. Obwohl ich mich immer wieder erwische, dass ich es doch mache. Ah, da musst du machen. Ja, du bist ja wie gesagt auch impulsiv so. Ich meine, das ist natürlich, das sind dann Erfahrungswerte, die baust du dir auf, aber ich sag mal, manchmal überkommt dich dann doch der Eifer des Gefechts sozusagen. Ja, Insofern. ja, ja, Da ja, müssen wir noch ein ja. bisschen Coaching machen sozusagen, oder Martha, was sagst du dazu? Ja, gerne. Ja. Aber Günther, genau, warte mal, lass mich mal gucken. Megatrend FX heißt die Seite. Wenn ich jetzt, warte mal, habe ich das bei mir irgendwo abgelegt, aber Ich kann mal. ich wage mich zu erinnern, dass das megatrendfx.com ist das genau. Das ist eine amerikanische Seite. Da gibt es dann praktisch Mega diesen. Nitro und Indikator. Oder einfach da mal eingeben, genau. Das haben wir schon. Genau, megatrendfx. Das ist die Seite. Da wird Ja, auch viel genau. erklärt und da kann man viel gucken und Ja, schauen und machen. Der also hatte auch eigene Vorgehensweisen. Templates. Ja, da gibt es ja auch ganze Handelsstrategien, wie der denn nutzt, ja. Richtig, also das ist immer natürlich genau das, wo wir uns jetzt hier ein bisschen bewegen. Martha springt da natürlich auch vom Rainbow
sage ich mal jetzt zum Währungsstärkeindikator, wobei das natürlich irgendwo ein Mix ist, ja. Also das, der Rainbow mit seinem negativen Momentum zeigt ja auch nichts anderes an als, sage ich mal, die Trendstärke in einer gewissen Art und Weise, nur eben sehr, sehr träge. Und die Währungsstärkeindikator, gerade weil Martha die auf verschiedenen Timeframes auch hat, oder ich ja dann auch, sage ich mal, ist es so, dass man da durchaus ein bisschen was vorwegnimmt in Sachen Momentum. Geht da jetzt noch mehr, geht da noch weniger? Aber der Rainbow selber ist zum Filtern und das mit den Zeiteinheiten, was der Günther jetzt, danke an dieser Stelle, gern geschehen, gesehen hat oder gesucht hat, ist dann tatsächlich so ein Overview in dem einen Fenster, also ein Überblick, wo man dann tatsächlich eben nicht alle 28 Charts durchklicken muss, sondern dann eben tatsächlich mit einem Klick und dem Prozentwert schon sieht, ah, da jetzt Euro-Austral-Dollar geht was oder US-Dollar-Cut geht was. Das sind natürlich die Sachen, wo du dann auf einen Blick dann erhaschen kannst. Aber die Vorgehensweise ist da schon immens wichtig. Ralf fragt, wann geht es weiter heute Nachmittag? 14:15 Uhr, Ralf, mit dem gleichen Link. An dieser Stelle 14:15 Uhr sind wir nochmal am Start. Tahir, wie man eine Position halbieren kann, das ist eigentlich relativ simpel. Das kannst du. Gehe ich hier auch hier rein. Moment, ich ziehe mal den, weil da geht immer. Gehe ich hier Marktausführung und kann hier was ich sag mal 0,05 Lots verkaufen, was ich jetzt hier nicht mache, weil der kommt mir wahrscheinlich besser von daher als der USD, als der Luni, sogenannter Luni USD Card. Ich werde mal hier, um zu zeigen, wie das funktioniert, 0,7 sagen wir oder 12,5. Die Zack. Hälfte, genau, Und ja. dann, ja, also das, was ich gerne verkaufen möchte oder abgeben möchte, wie auch immer, kann ich hier machen. So. Also da gibt es, wie gesagt, mit dem Mini-Terminal kann man ja auch viel machen. Den nutzt du jetzt nicht, weil, wie gesagt, du hast ja schon viele Templates drin. Da sind natürlich die Ressourcen des Ja. Datenflows ein Stück weit begrenzt. Man kann das auch unten mit der Order-Maske auch machen, also dass du praktisch entweder im Chart das machst. Aber Tahir, ich empfehle dir da an dieser Stelle auch durchaus mal die Add-ons anzuschauen. Wenn du jetzt nicht so viele, sagen wir mal, Währungsstärke-Berechnungen drin hast und viele Rainbows und dann noch 28 Währungspaare, da ist der Datenflow-Metatrader manchmal wirklich am Limit, wenn man so viele Symbole mit so vielen Templates hat. Aber schau dir mal die Add-ons an, da kannst du auch sehr, sehr, sehr gut, also gerade der Mini-Terminal, mit dem arbeitet auch der Heiko Behrens sehr viel, oder eben im Stereo-Trader kannst du es auch ganz fantastisch machen. Den bieten wir jetzt auch auf unserer Homepage an als Lizenzgebühr-Tool, aber du kannst auch kostenlos testen. Da kannst du im Prinzip auch hervorragend mit einem Klick Teilverkäufe tätigen. Und das auch sehr, Muss ich sehr mir mal schön. angucken. Genau, also wie gesagt, das ist komfortabel. Also es ist natürlich wichtig, dass man da auch eine einfache Vorgehensweise hat. Und im Prinzip wird Hier. heute nahezu alles auch manuell berechnet, automatisch berechnet. Man braucht hier manuell nicht mehr viel machen. Das ist schon komfortabel geworden im Vergleich noch vor einigen Jahren, würde ich sagen. Ja, also hier sehe ich auch, dass der Neuseeland zumindest jetzt im M1 bisschen aufwertet. Ja, also gibt schon mehr Druck als im Euro auf jeden Fall. Bitte, Euro jetzt hier wird schwächer. Hier haben wir auch so einen schönen, läuft nach oben. Ja, und da der Neuseeland-Dollar sowieso stärker war, also ich glaube, dass der arbeitet sich langsam nach unten durch, aber sehr langsam. Wir haben heute wieder keine Wolle. Ich meine, du darfst nicht vergessen, du bist im M15 unterwegs und du hast jetzt eigentlich da den Ausbruch nach unten mitgenommen und ich sage mal, neue Tagestiefs liegen eigentlich voraus, also so schlecht ist das jetzt nicht. Ja, schon. Und der Luni ist ja so eine Sache, der läuft eigentlich am besten nachmittags, ja, weil der US-Dollar-Cut logischerweise wird ja meistens in der US-Session US-Session, gehandelt. genau. Auch wie Gold oder Öl, ja. Das ist, ich trade halt den WTI sehr gerne. Und der setzt ja morgens, wenn der trendig läuft, setzt er morgens oft ein bisschen zurück. Ich hole den mal. Moment, den habe ich ja hier. Das ist ja auch, was ich mir für heute Nachmittag aufgehoben habe. Ah, Im schau. Moment, ja, also oft ist es ja so wie hier gestern, hat man gesehen, Ausbruch erstmal nach oben, zack, zack, bumm. Ja. Na, einige Fakes, ne? Einmal nach oben, einmal nach Ja, unten. genau. Ja, genau. Und dann, wenn ich dann morgens reingehe, mache ich ja auch, aber oft werde ich ausgestoppt und manchmal läuft es auch durch. Aber ich ziehe meine Stops aus, also wenn ich merke, dass es nicht gegen mich läuft, dann schließe ich die Position mit einem kleinen Verlust. Das ist immer noch besser, als zu hoffen, dass die Kurse doch fallen oder steigen, ja? Na, hoffen ist denkbar schlecht an den Märkten oder an den Börsenplätzen. Das kann man an der Stelle auch gleich als wichtiges
oder wichtigen Ja, da Erfahrungsimpulsen haben dann. wir, Entschuldigung, da sind wir jetzt auch wieder. Zack, nach oben, runter. Ja, also hier genauso, zack. 12 Uhr, 14 Uhr, gerade wenn die Amis in den Markt kommen. Also den hebe ich mir für heute Nachmittag mal auf. Mal gucken, da kommen ja auch News aus den USA um 14.30 30, exakt, Uhr. Ja, Gold hat ja auch wieder gedreht. Ne? Wir hatten jetzt fallende Goldpreise die ganze Zeit gesehen, wo die manche User wollten, dass der gerne steigt, aber der ist einfach mal gefallen. Und hier hat man eine schöne Unterstützungszone in Vormonats hoch und da ist er auch wieder ausgebrochen. Auch be bestimmt gestern newsbedingt, aber jetzt ist er wieder im ja. Wir Aufwärtstrend. hatten gestern Abend ja die Ja, FED-Protokolle. Ja, das war auf jeden Fall genau. positiv. Da hat ja auch der Euro ein Stück weit zugelegt an dieser Stelle. Das war gestern, da war einiges los und das hat den Goldpreis natürlich auch entsprechend gepusht. Der Goldpreis, aber das ist gerade schön zu sehen. Wir haben ja so ein Dreifach-Top da oben. Jetzt hier auf Ja, Tagesbasis ist das, genau. genau. Das ist schon sehr Ja, interessant. genau. Wenn der hier rausbricht, dann haben wir starkes bullisches Signal. Ja, also der muss aber hier, was ist denn das für eine Marke? Irgendwie so genau 1294. Also wenn der hier wirklich rausbricht, zack, kann man versuchen, sich mal hochzukaufen. Aber ich mache das ja nicht, weil ich ja nur kurzfristig orientiert bin. Aber es ist immer als Daytrader ist immer interessant, also wichtig auch auf solche Marken zu achten. Ja, also hier sehen wir dreimal, ist er abgerauscht immer nach unten. Ja. Ja, hatte ich auch im Devisenradar. Der Goldpreis ist auf jeden Fall ein Blick wert. Den werde ich wahrscheinlich morgen auch mal covern. Vorm Wochenende Goldpreis ja Freitag generell bullisch, rein statistisch. Ja, und er befindet sich ja unmittelbar, sage ich mal, an einer Schaltstelle. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Also Goldpreis ist intraday ein Thema, definitiv nachmittags sowieso zu den News. Aber auf Tagesbasis auch sehr, sehr interessant. Da warten wir mal ab, was passiert. Da wird auf jeden Fall, wenn der Ausbruch über 1295, 1300 kommt, könnte da was gehen. So Ja, wieder ja. bunter allerlei hier wieder bei Martha. Wie gesagt, das muss man, das liebt man oder hasst man, aber am Anfang ist man erstmal definitiv überfordert, wenn man das sieht. Viele, viele Farben. Aber wie gesagt, du magst ja Farben, du bist farbenfroh, insofern ist das ja nicht das Problem. Ja, ich Ja, bin Hippie der 90er Jahre. Hippie der 90er Jahre, auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber das, wie gesagt, das manchmal, ich habe ja auch, wie gesagt, dann ähnlich bunte Charts, also zu teilen, nicht nur, aber da ist auch so, wenn man sich dran gewöhnt hat, sieht man das auch gar nicht mehr so. Zumal man den Rainbow theoretisch auch ausblenden kann, wenn man eben sieht, jetzt hier zum Beispiel bei den zwei Charts in der Mitte, Euro Out, Euro Cut, du hast da schön negatives Momentum, kann man den Rainbow dann auch ausblenden und dann hast du die reine Preis-Action. Ja, das ist natürlich auch ganz klar. Ja, ich habe schon so gerne, wie es ist, weil dann sehe ich auch, wie die Kerzen da in meinen Rainbow eintauchen. Ja. Richtig, richtig, Es richtig. ist dieser kurzfristige Gleitschnitt, gleitende Durchschnitt, Gleitschnitt, auch ein Begriff, habe ich auch noch nicht gehört. Gleitschnitt. sind quasi zeigen uns die Richtung, so wie die Kurzfrist-Trader orientiert sind und hier die hinteren zeigen uns halt die Swing-Trader oder wie auch immer, ja. Und wenn ich hier sehe, schon so, der taucht da ein und bildet sich mal so eine schöne Kerze. Und hier passt das ja auch, kann man auch schon hier abfeuern, ja. Der Lars Gottwick, habe ich dir erzählt, mir ist das Buch jetzt wieder in die Hände gefallen. Der hat ja mit dem Rainbow und mit den Candlestick-Pattern getradet, ne? Glaube ich. Exakt, das habe ich in meinem Ja, Seminar auch immer vorgestellt. Ja, stimmt. genau, ja. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Tools geholt, die mir diese Candlestick-Pattern rausfiltern und werde jetzt mal auch versuchen, so in H1 zu traden, wenn ich Signale bekomme mit den Candlestick-Pattern. So. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich mache ja noch nebenbei noch eine Schule und einen Vollzeitberuf und Familie und der Spaßfaktor darf auch nicht zu kurz kommen. Also man will ja auch nur ein bisschen leben. Ja. Das Für ist Trading wichtig. bleibt im Moment seit einem halben Jahr mache ich nicht mehr so viel. Ja, Ja, die weil es Frequenz ist die zurückgegangen, Zeit wobei einfach. du hast ja Ja. vorhin gesagt, so ein bisschen ist es auch dein Leben und du versuchst da schon natürlich, das irgendwie so in den Griff zu kriegen, aber oder in den Griff zu kriegen, ist falsch ausgedrückt, aber sag ich mal, aufgrund deines Schichtsystems ja so ein Stück weit trotzdem auszuleben, so ist es besser, dass du es trotzdem Ja, machst. Aber ich arbeite freiwillig nur Spätschicht, damit ich morgens traden kann. Ja, und montags, Mittwoch, freitags fange ich erst um 16 Uhr an. Kann ich anfangen, dass es so später Spätdienste geht, dann bis 0 Uhr. Und dann bin ich so um halb eins zu Hause.
esse noch was, lege mich hin und dann morgen stehe ich auf und check wieder die Märkte. Also da gehört schon ordentliche Portion Disziplin dazu. Ohne Fleiß kein Preis. Ne, Chris? Nee, so ist das wohl da. Kann man nicht sagen. Also, ich meine, das ist ja auch das. Ich meine, was hast du gesagt? Du hast da 7 Jahre ein Stück weit rumgedoktert an den Märkten jetzt. Hast du dann auch so 5 Jahre, dann. 4 Jahre, glaube ich, nur mit DAX, ja, was ich da alles ausprobiert habe. Also Leute, echt, ja, und dann war ich wirklich vom Aufgeben. Und dann bin ich über Guidance zum Chris, habe ich dann gefunden, ein paar Devisenradare mir angeguckt, ein paar Bücher über Devisenhandel, obwohl es ganz wenige gibt, die gut sind, eigentlich gar keine. Ja, weil jeder beschreibt dann sein Setup und so weiter und so fort. Aber erstmal muss man überhaupt kapieren, wie die Märkte funktionieren, was ein Trend ist, was eher sowas und die Währungsstärke nicht vergessen im Daytrading. Also seitdem ich meine Währungsstärkenindikatoren benutze, ist es also hat sich meine Performance auch verbessert, ja. Wenn ich jetzt, auch wenn ich negatives Moment, ein positives Momentum habe und wenn ich gleich starke Währungen habe, dann passiert nämlich sowas wie hier, obwohl der Neuseeland-Dollar auf jeden Fall stärker ist als der Euro im Moment. Aber generell fehlt uns ein bisschen was an Power im Markt. Nach den gestrigen Bewegungen habe ich es schon fast vermutet. Ja, man kann es sich leider nicht aussuchen. Wobei von der Wochentagstendenz her muss man ja sagen, der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind ja tendenziell gute Tage zum Handeln an für Ja, sich. ja. Montag gleich an der Stelle vielleicht auch zum Mitschreiben ist eher so ein Tag, der durch Zurückhaltung geprägt ist. Liegt aber auch einfach daran, dass viele sich erstmal positionieren und in die Woche auch die großen Banken, die institutionellen, die sind da eher, sage ich mal, im Overview unterwegs. Der Montag ist wirklich ein bisschen tricky und am Freitag werden auch viele Bücher geschlossen. Das muss man auch wissen. Auch haben wir Freitag 14:30 generell häufig News, aber auch die Non-Farm-Payrolls immer am ersten Freitag. Da ist immer die Frage, ob man dann am Markt sein muss unbedingt. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind, sagen wir mal, so gesehen gute Tage, wo auch immer Bewegung ist, dem einen mal mehr, dem anderen mal weniger. Aber Donnerstag ist jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Obgleich natürlich jetzt, sicherlich jetzt sind wir hier so schon 1 Stunde im European Handel unterwegs knapp. So richtig Hier gut kann man kam nicht. Kein auch schön sehen. Entschuldigung, Chris, Problem. dass ich dich unterbrochen habe. Gibt Ich Schlimmeres. wollte noch mal schön zeigen hier, wie das Momentum aussieht noch mal im Markt. Also das geht von 0 bis 10. Also 9,6 ist schon ordentlich was im Cut. Ja. Und da sehen wir auch direkt, wie der Luni jetzt runterkommt. Ja. Also ein bisschen mehr Power könnte schon sein, aber trotzdem, man sieht schon hier, wie die Währungsstärke, wie das alles wunderbar miteinander kombiniert werden kann. Ja. Ja, in dem Prinzip hast du natürlich einen schönen Trend gecovert und jetzt das Momentum ist ja dadurch den Rainbow schön visualisiert, ja, und dann Asia Range Ausbruch nach unten. Jetzt haben wir natürlich bis zum Nachmittag noch viel Zeit. Der Vormittag Ja. US-Dollar Cut jetzt eigentlich nicht so, dass die Prime Time, da hast du ja vorhin auch gesagt, Nee. amerikanische Währung bezogen, also kanadischer Dollar, US-Dollar ist natürlich eher was, was am Nachmittag dann rockt. Aber es spricht nichts dagegen, dass der jetzt auch Fahrt aufnimmt. Und sieht ja Und hier, tendenziell nicht schlecht aus. ja, und hier haben wir auch den British Pfund Schweizer Franken. Schweizer Franken ist jetzt auch mit Mordsdruck, aber British Pfund ist noch ein Stückchen zu stark. Aber wir haben schon hier, sehen wir, dass die Kurse ordentlich nach unten kommen und wir sind auf jeden Fall im Abwärtstrend. Also, ne? Schöner kann man es ja auch nicht sehen. Ja. Ja, wieder hier Unterstützung. Also, wenn diese Unterstützung heute im Laufe des Tages irgendwie brechen, können wir uns das Währungspaar auf jeden Fall nochmal angucken. Du hast ja beim Jetzt 15 gesagt, der Rücklauf an den Pivot Point wäre eigentlich ganz schön gewesen, ja, beim British Pfund Schweizer Franken, ja. genau, aber der ist ja ganz erstmal so weit gelaufen. Ja. Hat vorher schon Schau gedreht. mal. Bitte, hast du schon? Nee, er hat vorher Was schon hast gedreht. Er hat vorher schon du? gedreht. Ja, genau, der hat schon vorher gedreht. Ja, mal schauen. Im Aber was? Moment, erstmal haben wir die News und erstmal ist noch ein British Pfund ein Stückchen zu stark, ja. Wenn da aber Momentum aufkommt und dann weiß ich einfach, dass es mal ganz schnell hier Richtung S2 gehen kann. Na, wichtig auch zu sehen, auch hier vor Wochentief, vor Tagestief, das hatten wir eingangs besprochen, das sind jetzt, sag ich mal, immer markante Punkte, die vom Markt gemacht wurden.
Und das sind jetzt zweierlei direkt voraus. Dann haben wir auch noch die Asia Range. Also das sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also das gefällt Ja, mir eigentlich richtig gut, der Chart. Du hast auch noch von der Range her genug Platz, bist unterhalb des Pivot genau. Points. Also da passen viele Parameter zusammen. Also das, der Witz ist jetzt nur eben 10:30 Uhr. Jetzt hier in gut 30 Minuten haben wir dann Ja. die Glocke an. Wobei, was ist das? Einzelhandelsumsätze. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwas. Lass mich mal kurz gucken, was kommt denn da eigentlich? Ja, tatsächlich, Einzelhandelsumsatz Juli wird ein leichter Rückgang erwartet. Aber ob das jetzt so einschlägt, dass wir hier 30, 40 Pips oder 100 Pips in die eine oder andere Richtung laufen, kann ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen. Also technisch ist das Paar aber sehr interessant, britisch Pfund schwarzer Franken, das ist klar. Also da muss ich sagen, das Ja. gefällt mir fast am besten. Neben US-Dollar-Cut, den hast du ja hier schön eingefangen, Ja, der der kommt auch gut läuft ins schon mal. Laufen. Also wenn er jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter runterkommt an diesem Punkt, oder könnte man auch schon mal einen Teilverkauf machen. Entweder flutscht er durch bis der unteren Kante, aber um die Uhrzeit wahrscheinlich nicht. Immer ganz wichtig, Teilverkäufe zu tätigen, weil das ist ja keine Regel, dass die Kurse auch wirklich diese Punkte anlaufen. Ja, gestern beim Euro-US-Dollar, wo das Momentum aufkam, ist er auch an wichtiger Zone, hat er auch gedreht, ja. Und da bin ich eigentlich ganz ausgestiegen, weil hatte ich ja wirklich CRV 5 zu 1 gehabt. Na, da Und da scheiden bin sich die ich Geister zufrieden. mit Teilverkäufen. Da kann man auch philosophieren Ja. drüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich sag mal, ein Stück was vom Kuchen mitzunehmen, ist nicht schlecht. Natürlich verschieben sich dann die ganzen, sag ich mal, Chance-Risiko-Parameter. Also das heißt, wenn du jetzt einmal ein dreifaches Risiko verdienen willst und nimmst dann die Hälfte vom Trade raus, dann hast du, selbst wenn du dann im Ziel landet, eben nicht das dreifache Risiko verdient, sondern nur noch das anderthalbfache. Aber im Grunde genommen, ist das natürlich auch ein Stück weit erfahrungswert, wo man dann sagt, okay, wenn man eben ahnt jetzt, dass im Momentum abschlafft, oder da nichts mehr kommt, ist es auch durchaus besser, da teilweise was vom Tisch zu nehmen, als es dann eben auch ins Minus laufen zu lassen. Ja, also das sind dann aber auch mal Erfahrungswerte, die man sich dann sukzessive aufbaut, So sieht es aus. ob man da eingreift. Und ich meine, es ist genauso konsequent, jetzt definitiv durchzuhalten, zu sagen, ich habe jetzt hier mein CRV von 2 zu 1 oder 3 zu 1 und spule das jetzt aufgrund meines Erwartungswertes durch, ja. Weil ich einfach weiß, dass in der Masse eben es doch sinnvoll ist, das durchzuhalten, die ganze Position ins Ziel zu führen. Aber was man nicht vergessen sollte, ist eben dann so ein bisschen nachtrailen. Also ein bisschen hört sich immer bescheiden an, aber so, dass man eben den Stop dann durchaus nachzieht, das Risiko verringert zumindest mal, ja. Also das ist dann auch immer denkbar ungünstig, wenn man den Trade schon, sag ich mal, vor der Ziellinie hat. Und das beispielsweise dann aber doch nicht Oh, erreicht wird. Jetzt kommt britisch ein und Mikrofon. ja, guck mal, was passiert. Ah, ich zieh mal. Jetzt ist zu spät. Jetzt wieder. Schweizer Franken hat jetzt auf einmal so einen Schlag getan. Das war gestern beim Euro-US-Dollar, wo genau das gleiche, ich hole ja auch gleich einen Chart, wo das gleiche passiert ist, wo der Euro auch so nachgelassen hat. Ja, und da habe ich ohne zu überlegen einfach gefeuert. Ja. Na, das ist jetzt hier Naja, jetzt schon. können wir ja warten, bis die Kurse. Ja, guck mal, was der jetzt macht jetzt. Ah. Na, das ist wunderschöne Preis-Action. Das gefällt mir schon gut. Also neben dem, Ja. dass wir ja eh den Ausbruch nach unten favorisiert haben, kommt, wenn jetzt der Pullback Ja. wieder an die Asia-Range kommt, aber er hat jetzt vor Wochen tief, vor Tagestief sauber durchgebrochen. Das sieht gerade aus. Ja, das ist für mich jetzt ein Zeichen, wo ich denke, er könnte auf jeden Fall weiter runterkommen. Also, das ist so ein geiles negatives Momentum. Bisschen Was ist denn volatil. passiert um 10 Uhr? Also, ja, irgendwie die Wolle auf einmal gestiegen. Und guck mal hier, Leute. Ah, hier. Auch der Schweizer Franken. Mega stark. Der Also ich zeigt habe mir jetzt ja auch, nicht. guck hier. Ja. Ne? Normalerweise gibt er mir auch akustische Signale, aber ich habe das heute für Webby ausgeschaltet. Ja. Und hier sind wir schon wieder im M1 zum Beispiel am 261er Fibo. Wenn ich jetzt im M1 abgefeuert hätte, würde ich jetzt die Position schließen, wenn ich meine Pips gesammelt hätte. Eben mit dem M1 habe ich noch gar nicht, du weißt ja, ich habe immer schon M1 Trades gepostet, versucht. ja. Ja, genau. Aber ich habe es immer noch nicht für mich rausgefunden, wie ich da aus dem Trade aussteigen kann. Einstiege 1A, ja, und dann laufen die Kurse doch weiter und ich ärgere mich und so weiter und so fort, aber ich bleibe dran. Du hast ja gerade das mit dem Währungsstärke, mit dem Fibo-Levels da ja beschrieben, dass das ja eine durchaus eine hilfreiche Ja, das ist Indikation ist, ne? Gut, das ist immer die Und guck mal Frage. jetzt,
Jetzt kommt Neuseeland zum Laufen und USDK hat recht dafür. Naja, Na, mal, es Geduld ist eine die wichtige Geduld, ich Tugend. weiß, ich Ne? weiß. Ja, guck mal, weil der Euro ja auch, der Euro ist ja jetzt wirklich, also ist auch sau schwach, ja. Ja, Euro-Yen Hier, auch, der geht jetzt auch in den ja, Süden. die Also habe ich jetzt nicht mehr. So, Yen ist ja, sehen wir auch hier. Wieder jetzt aufwertet, ja, hier. Das kann man auch in diesem Indie auch sehr schön sehen, so wie hier, wenn das so ein Momentum aufkommt, hier ist der Schweizer Franke, ja, und hier sieht man ja auch schon, zack, geht so ein Zipfelchen nach unten. oh, Das schön wäre jetzt der Bewegung. Punkt, wo ich aussteigen will. Ja! Oh, guck mal, der Rate ja total jetzt hier, was ist denn, der Dollar wird Ja, hier ein das ist bisschen gerade stärker. im, genau, das Ich, ist. aber ich, oh Gott, habe ich ja vorhin schon mal die Posi halbiert, nicht halbiert, habe ein bisschen was verkauft. Also ja, ich glaube, ich mache, ich werde jetzt noch mal hier ein bisschen noch mal Risiko rausnehmen aus dem Markt. Mach mal. Ist mir, der Reversal ist einfach zu stark jetzt, ja. Also mal schauen. Im Zuge dessen, dass jetzt wie gesagt nicht weiterer Druck aufkam, aber ich Ja. muss ja sagen, jetzt zu 10 News, ich muss jetzt mal schauen, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe, was da 10 Uhr eigentlich Ja, alles gucken rauskam. mal. War mir jetzt eigentlich so nicht bekannt, aber das kann ich gleich nochmal checken. Aber da haben wir natürlich immer wieder ja schöne Ereignisse, die den Markt immer mal wieder treiben können. Also jetzt haben wir definitiv. Man weiß es ja nicht. Manchmal man sucht, versucht sich ja immer irgendwie Erklärung zu suchen, warum und wieso. Man soll das traden, was man sieht. Ja, da Ja, hast also du die News, recht. ja, die News sind jetzt nicht wichtig. Für mich, also für Daytrading schon, weil da möchte ich ja auch in keiner Position drin sein. Ja, weil da gibt es auch Spread-Erweiterung oder es geht einmal 30 Pips in die eine Richtung und, oder in die andere. Ich bleibe zwar drin, wenn ich schon gut in Plus bin, weil es kann ja, die News können ja die Kurse in beiden Richtungen treiben und manchmal hat man Glück und man bleibt drin in der Position und man wird ausgestoppt. Aber vor den News direkt gehe ich keine Position ein. Ja. Ja, da kann man auch gleich die Münze werfen im Endeffekt. Das ist ja dann, Genau, ja. das ist dann nicht wirklich ein Vorteil, den man sich da erarbeitet. Da kann Ja, man, wie gesagt, rechts und ja. links sich positionieren und dann schon mal schauen, wohin die Reise geht. Am Ende wird man da aber Genau, langfristig kein Geld mit ja. verdienen. Das ist wirklich nur ein Glücksspiel dann mehr oder weniger. Ja. Ja, der Und Schub links. hier im 5-Minuten-Chart mit dem anderen Indikator hat man ja auch gesehen, hier ein 61er Fibo, hier haben wir den kanadischen Dollar und da dreht er schon wieder. Deswegen kommt ja auch der Luni ein bisschen nach oben. Ja, schauen wir mal. Britisch Pfund, Schweizer Franken, den hast du. Jetzt hole ich den, der kam ja wieder total zurück. Das war ein schöner Ausrutscher nach Ja. unten. Aber wie gesagt, Ja. das Vorwochentief, Vortagestief, das ist jetzt erstmal sauber gebrochen. Jetzt kommt eigentlich ein klassischer Pullback. Also schlecht sieht das nicht aus, was der Ja. hier macht. Nee, nee, nee. Ich warte noch, also im Moment, wie gesagt, der Schweizer Franke setzt noch ein Stückchen zurück. So. Ja, der war ja, wie ich gesagt habe, Moment mal. So, M1, da hat man den letzte schon mal ein bisschen zurück. Ja. Und hier haben wir den australischen Dollar, der hat ja auch schon hier 1A gedreht. Ja, also tolles Teil, Chris, ich sag's dir. Ja, wenn man es anzuwenden weiß, ist es immer ganz nett. Auf jeden Ja. Fall, Cut Schweizer Franken, auch interessante Konstellation. Der hat sich auch nochmal richtig Ja. schön Habe ich auch abgestrampelt. gesagt, dass der erstmal Hammer hier der bricht aus und kommt bestimmt zurück. Also mit so einem starken Rücklauf habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja auch etwas, wo ich eigentlich auch gerne Positionen eingehe. Ja. An welchem Punkt? Hier haben wir hier Am Opening. Open, stimmt, Haben am Open. wir hier, genau, ja, also so sieht das ja ganz schön aus. Aber im Moment schauen wir mal, weil der Cut jetzt auch in Stärke nachlässt. Also ich überlege es mir nochmal. Ich habe den auf dem Schirm. Ich will jetzt auch nicht zu viel hier managen, gerade weil ich bin immer noch aufgeregt. Ja, der Cut Schweizer Franken ist ja wie gesagt auch ein Crossrate-Pair der eher, sag ich mal, zweiten Reihe. Ja, das ist schon,
Das Bett ist ein Stück weit größer und ist es natürlich auch da anders beeinflusst als jetzt die Major Pairs, die alle mit dem Dollar im Kontext stehen. Das ist schon ein Stück weit eine andere Geschichte. Aber wenn man sich eben da fokussiert auf die Momentum-Währungen, die dann wieder in den Cross-Rates ja wieder gespiegelt werden, Ja. kann man schon schöne Setups schmieden. Aber das heißt natürlich nicht, dass es immer kontinuierlich läuft. Ich finde aber Euro-Australdollar schon wieder interessant. Der bricht schon wieder die Range nach unten auf. Der Ja. zeigt sich ja seit einiger Zeit da wirklich sehr, sehr dynamisch. Also wenn er mal Fahrt gewinnt, also das ist ein Musterbeispiel dafür, wenn er wirklich nach unten wegtropft. Und das tut er jetzt hier Ja. konsequent. Aber das ist natürlich auch der komplette Gegenlauf. Ja, der Australdollar stark und der Euro schwach. Und wenn man die zwei Währungen in einen Topf wirft, dann hat man eben Euro-Australdollar und Ja. der schaut genau so aus, dass es richtig nach unten tropft. Ne? Und der Euro-Neuseeland-Dollar zieht da ein bisschen zyklisch nach. Wir haben ja da den ozeanischen Währungsbereich, Australdollar, Neuseeland-Dollar. Das ist Aus, natürlich. ah, genau, dann habe ich, den habe ich, wie gesagt, heute war ein Moment, der ist ja auch ein super. Der hat hier auch alles durchgebrochen. Aber ich muss sagen, ich hätte dann, glaube ich, auch nicht getradet hier, weil hier Asia-Range vor Tageshoch und na, der kommt jetzt bestimmt auch nochmal zurück. Schauen wir mal. Aber hier haben wir super zu sehen. Also auf jeden Fall sind wir in super Aufwärtstrend hier Tag auf Tagesbasis, ja. Und wollen wir schon den Neuseeland-Dollar von der Stärke schon fast zu stark ist. Also ich versuche immer die schwächste Währung gegen die stärkste zu traden. Da hat man die besten Chancen. Ja. Und auf Und welchem hier haben Timeframe? wir. Das ist auch eine Frage aus dem Chat gleich. Also du bist dann am liebsten im M15 jetzt doch unterwegs oder auch im Ja, also M4 drin? das ist so, wie ich den beim Chris die Webinare besucht habe und dann mache ich auch M15, weil dann, bevor ich zur Arbeit gehe, oft kann ich schon meine Stops nachziehen, Teilverkäufe tätigen und dann gehe ich auf die Arbeit. Und gestern zum Beispiel hatte ich gepostet bei dem KTN, ja, es war, hole ich mal gleich gerade den Chart, Moment. KTN gestern, ah genau, hier hat man auch ganz deutlich gesehen den Druck in Kat oder den schwachen Yen, sag mal besser so, und auch einen ganz schwachen Yen. Und da habe ich hier gestern super abgefeuert. Hier haben wir jetzt Open Price, aber da war ja irgendwie, glaube ich, irgendwie ein FIBO-Level, habe ich einen Teilverkauf getätigt, meinen Stop-Loss auf Ausbruch gesetzt und bin genau hier ausgestoppt worden gestern. Kam ich nach Hause und haben gedacht, ach schade. Ja, aber trotzdem habe ich. Also ein bisschen was habe ich trotzdem, also bin ich mit leeren Händen aus dem Markt gegangen. Ja, also ich meine, Das sag war mal, nicht es gibt sicherlich Schlimmeres, als auf Break-Even ausgestoppt zu werden. Ne? Also ich ja. sag mal, das ist, wenn ein Stop-Loss kassiert wird, dann ist das eben auch Teil des Tradings. Das ist dann auch nicht dramatisch, weil man kalkuliert ja, sag mal, das Risiko ein Stück weit ein. Aber ich sag mal, wenn der Trade eine Nullnummer war, sag mal, gut, da freut sich der Broker, nicht wahr? Dann gab es die Commission natürlich dann trotzdem. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es ist ja kein Verlust als solcher und dann ist es besser, dass man da auch seine Regeln hat und dann eben da absichert. Ne? Ich meine, da hoffen, das hat sie ja vorhin auch kurz gesagt, also hoffen ist jetzt nicht unbedingt das, was an die Märkte gehört. Ja. Da sollte man dann lieber den Bildschirm ausschalten oder Positionen schließen, wenn man dann das große Hoffen anfängt. Aber US-Dollar, Kat, Euro, Neuseeland-Dollar haben schon Ja. einen negativen Korrelationslauf. Also der eine, der Das fällt, der andere glaube ich. steigt. Das ist schon sehr Ja, deutlich. ja, ja. So schön der US-Dollar, Kat auch vorhin aussah, muss man sagen. Ja, das. Ja. Ich gehe da jetzt raus, warte nicht, bis ich ausgestoppt werde. Gut. Das ist für mich in Ordnung, weil wenn das knallt, dann habe ich hier bitteschön, haben wir 70 Pips mit einem Stop-Loss von, naja, sagen wir 20 Pips, ja, 18. Ja, der läuft schön. Da habe ich ja vorhin schon ein bisschen Risiko rausgenommen und nochmal und dadurch habe ich ja meinen Verlust nochmal minimiert und jetzt tut mir das auch nicht weh. Nur muss leider das andere nochmal kommen. Aber es ist, ich sag's ja, man darf nicht die einzelnen Trades sehen, sondern das Ganze in seiner Gesamtheit. Ja, ich habe auch Tage, wo bei mir gar nichts läuft und dann denke ich hier, was machst du eigentlich hier? Ja, kannst nicht und ärgere ich mich, weil ich, wie du gesagt hast, ich bin ja sehr impulsiv, nicht nur an den Märkten, sondern auch im Privatleben. Ja, Und ja, und
Das hindert mich manchmal ein bisschen, aber ich arbeite an mir die ganze Zeit. Das ist ja auch für persönliche Weiterentwicklung, finde ich das Trading auch ganz toll. Man erfährt auch über sich selber viele Sachen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Das ist, wie heißt es so schön, ein Spiegelbild der eines selbst und der Markt, oder ich sag mal, wenn man denn auch Ja. handelt, ich sag mal, so deutlich, wie der Markt einem sagt, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat, gibt es selten, ja, dass man da wirklich dann so die Wahrheit vors Gesicht geschmiert kriegt. Das ist eben auch bei vielen dann die Voll. große Hemmnis. Oder ich Ich sag mal, die call große euch mal Herausforderung. kurz wieder den Cut Schweizer Franken. Ne? Also wenn ich jetzt hier, da gibt es ganz oft Reaktionen an diesem Level. Wenn ich jetzt hier abgefeuert hätte, ja, hätte ich meinen Stopp ganz knapp hier gesetzt, sag mal, ja, 6 Pips. Und da hätte ich schon zum Beispiel meinen Stop-Loss nachgezogen. Ja? Und wenn ich dann ausgestoppt werde, ist nicht schlimm. Ja, oft ziehen die Kurse dann wirklich raus. Und da hat man ja auch, boah, auch 50 Pieps, ja. Das ist so, was ich mir für mich persönlich rausgearbeitet habe in der Zeit, wo ich jetzt an Märkten bin, ja. Obwohl jetzt CAD und Schweizer Franken so von der Stärke her kann ich ja mal, Momente, ich brauche was zu trinken. Ja, mache ich meine eine Trinkpause, Martha. Da bist du Ja, schon fleißig am Reden, gleich. ne? Ja, ich habe auch nicht gut geschlafen heute Nacht. Wie Na, gesagt, hoffentlich habe nicht wegen einen dem Anruf Webinar gehabt. heute, ne? Das auch. Und dann haben wir gestern die Charts noch angeguckt. Na, ist egal, jetzt erzähle ich später. Vielleicht hier haben wir CAD und Schweizer Franken mit ungefähr gleicher Stärke. Ja, da muss ja ein bisschen mehr kommen. Ja, das ist hier so allgemein, also der Indiz ist auf 1 Stunde eingestellt. Das ist ja so, sag mal, die Stärke in 1 Stunde, was so passiert ist. Und hier, wenn oben die Kurse dann rausbrechen, das ist das Momentum. Ja. Hier haben wir zum Beispiel SEMA Out die ganze Zeit fantastisch gelaufen, jetzt setzt er ein bisschen zurück. Jo. Und jetzt brauche ich was zu trinken, Chris, ich war schlecht vorbereitet. Ist der Kass, ist der nichts Übrigens, hingestellt? Cobra, übernehmen Sie. Ja, So, das können wir hier gerne ist, machen. hier sehen wir, der zieht schon ein bisschen raus. Also, das sind Trades, die ich sehr gerne mache. So. Hier könnt ihr mal beobachten, was mit dem Euro Neuseeland passiert, und ich hole mir was zu trinken. Tut mir Genau, mach leid. das Bis ruhig mit gleich. Martha. Mach das ruhig mal. Da war die Martha jetzt dann tatsächlich schlecht vorbereitet, sagt sie. Das ist natürlich auch interessant und witzig, dass die Martha da sagte, so eine Trinkflasche ist ja immer ganz wichtig. Auch untertags am Büroplatz trinken sollte man ja hier eh vornehmen. So, Resa fragt, was unsere Commission per Lot sind beim Euro-Ester. Das sind 5,50 Euro. Resa, jetzt lass mich mal sehen, ob ich mir den Bildschirm nochmal rüberhole. Dann kann ich dir das auch direkt mal zeigen. Wo du das nämlich findest bei uns, warte mal, muss ich jetzt mal den Bildschirm mir wieder geben. Oh. So, da sind wir doch. Martha, mal lass dir Zeit, ich habe mir den Bildschirm mal kurz geholt. Razer fragt nämlich gerade, wo man da hier was findet. Wie gesagt, da sind wir ja, ich gehe mal kurz auf unsere Hauptseite. Da seht ihr alles, was wir haben an Tools und Features. Wie gesagt, auch den Stereo-Trader jetzt neu dabei. Und wenn ihr speziell ans Trading geht, haben wir natürlich hier die Märkte auch, ne? Dann Devisen, Edelmetalle und eine Beschreibung zu unseren Pools und hier die Commission. Ja, Half Turn, das heißt halt halbzeitig, und dann haben wir also eine Lot sind 100.000 Einheiten und Kauf und Verkauf einer Position ist dann Round Turn, das ist dann das Ganze mal zwei und das heißt im Prinzip hier 5,50 € per Lot, also per 100.000 Einheiten, per voller Size in Anführungszeichen, Handelssize, weil früher gab es auch gar keine Mikro- oder Mini-Lots, muss man auch an der Stelle sagen. Hier seht ihr das. Die Mindest-Trading-Größe. Da muss man die 5,50 € nach unten dann adaptieren. Ja, das sind wir dann hier im Prinzip im Cent-Bereich, sowohl in der Bewegung als auch im Commission-Preis. 0,01 Lot sind dann rund 0,07, 0,0855, 0,05 Cent, also es ist wirklich dann im Mikrobereich, wenn man hier wirklich mit den Mini-Lots dann handelt. Aber die Hausnummer, um eben auch da Vergleiche anzustellen, ist immer dann praktisch Round Turn, die volle Lot und da sind wir bei 5,50. Ja, und du kannst ja im Mini-Lot 10.000, also sind es nicht 100.000 Einheiten, sondern 10.000, da sind dann 55 Cent sozusagen, die du Commission hast und dann kannst du ja noch die Mikro-Lots handeln, die 1.000. Aber hier, wie gesagt, Razer, ich kann es auch gerne mal reinstellen, hier hast du einen Überblick auch über unseren Liquiditätspool, solltest du auf jeden Fall mal prüfen
und auch wichtig zu sehen, das vergessen auch viele, dass es natürlich hier die Rollover-Gebühren, die Swaps gibt. Ja, jetzt für Intraday-Trading natürlich völlig uninteressant. Aber wenn man hier mal aktiv ist auf Tage oder auch gegebenenfalls Wochen, dann kann das zum Beispiel beim Euro gegenüber der türkischen Lira richtig teuer werden. Ja, hier sind eben die Leitzinsdifferenzen entscheidend. Und wenn man den Euro gegenüber der türkischen Lira eben long spielt, dann ist das natürlich hier ganz klar negativ, weil der Euro natürlich einen wesentlich niedrigeren Zins hat als die türkische Lira und das wirkt sich ja entsprechend in den Swap-Gebühren aus. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. So. Im Halftum sagt man eben, weil wie gesagt, das erstmal der eine Kauf der Position ist. Ja, und das ist im Markt eben ganz üblich, dass man Halfturn und Roundturn sagt. Im Prinzip könnte man es auch immer summieren, aber so zumindest die Berechnung. Aber ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Den Link, wie gesagt, zu dieser Seite ruhig mal anschauen. Hier haben wir auch unsere Core-Spreads. Da will ich auf jeden Fall mal darauf hinweisen, liebe Leute, vergleicht das ruhig mal mit dem einen oder anderen Konkurrenten an dieser Stelle. Wir hatten vom Schweizer Franken-Crash auch hier durchschnittlichere Spreads, die noch tiefer waren sogar. Also Schweizer Franken-Crash hier 2015 im Januar, das war ja der große Knall an den Märkten. Einzigartig, geschichtlich gesehen auch, das gab es so in der Form noch nie. Aber seither sind die Spreads auch ein Stück weit aufgerissen worden, auch vom Interbankenbereich, eben hier von dem Pool, der die Preise sozusagen fixt und uns zur Verfügung stellt. Aber hier, wie gesagt, haben wir einen schönen Spread-Vergleicher, der eben auch hier Realtime die Spreads anzeigt. Und da gibt es eben kaum, gerade jetzt hier bei den Crossrates insbesondere, keine Währung, die über einem Pip notiert. Aber da gibt es eben Konkurrenten, wo dann tatsächlich viele bei eben dann doch noch Spreads im Bereich von 1 plus sind. Und das sind Kosten, meine liebe Leute, die man auch da natürlich berücksichtigen muss. Gerade wenn der Spread eben übermäßig groß ist, darf man sich dann auch berechtigterweise die Frage stellen, warum der Spread so groß ist und wo die Differenz von dem realen Interbank-Spread, den wir hier sehen, zum dem dann eben komisch ausgedehnten Spread hingeht. Nämlich natürlich dann, liebe Leute, zu demjenigen, der die Preise stellt. Und wenn er nicht direkt DMA, also Direct Market Access, 100% oder Ausführung, also nichts ins eigene Buch oder dergleichen, dann hat man im Prinzip die Transparenz und man strahlt das nach außen, was auch, sage ich mal, vom Pool kommt und ungeschminkt oder verschönt oder, sag mal, zum Nachteil des Kunden aufgeblähte Spreads gibt es hier nicht. Wir dürfen das auch gar nicht an der Stelle. Market Making betreibt JFD nicht, weil wir auch gar keine Market Maker Lizenz haben. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. So, Marker, da sind wir natürlich nicht. Martha, Martha, ich Sind wir bin natürlich. wieder da. Hast deinen Hals sozusagen erfrischt, ist wichtig. Trinken Ja. natürlich auch gerade bei Webinaren, aber wie gesagt, du machst das ja auch nicht jeden Tag. Insofern sei es dir für ziehen, aber gucken wir mal, was die Märkte so noch treiben. Bin auf jeden Fall auch froh, dass du da mit JFD schon lange auf Tuchfühlung gegangen bist, Martha. Ja? Ja. Und da bist du natürlich dann auch zufrieden. Was haben wir denn hier, Günther? Wo findet man die Umrechnung der Swap-Sätze auf den jährlichen Zinssatz? Also, wir haben hier warte mal, lass mich mal überlegen. Reduzierte Commission, Kontraktangaben. Die Umrechnung, wie gesagt, da kann dir der Support weiterhelfen. Ihr müsst jetzt mal schauen. Ne, das sind jetzt hier die CFD-Kontraktangaben, die wollte ich nicht haben. Die Zinssätze, wie gesagt, sind ja auch variabel. Die Swaps werden ja auch immer angepasst bei uns, genau wie die Swaps-Tabelle. Ja, hier. Mindestens einmal täglich wird das angepasst und das, was wir hier durchrouten, wird ja dann auch dann durch die LPs berechnet. Und hier Swap-Rate resultiert aus dem Zinsdifferenzial zwischen zwei Währungen und aber eben auch dann dem Hintergrund, wie die Liquiditätsprovider sozusagen die Preise durchrouten, ja, also beziehungsweise die Swaps eben auch berechnen. Also, ist ja nicht ganz ungefähr. Man sieht ja hier auch enorm starke Differenzen zwischen positiven und negativen Swaps. Und man nannte das auch früher, gerade wo die Leitzinsdifferenzen noch ein Stück weit größer, auch bei den großen Währungen waren, die klassischen Carry Trades, ja, also Geld in einer zinsgünstigen Währung aufnehmen und in eine zinshohe Währung investieren. Das war eine Zeit lang ein sehr lukratives Spiel, bis dann eben zur Finanzmarktkrise sich das Blatt wendete. Und da gab es auch in Japan, ich meine, die Japaner, da hat ja von der Hausfrau bis zum Taxifahrer, die haben ja alle Carry Trades gemacht, da knallt es dann mal richtig. Also das war dann keine schöne Erfahrung für die Marktteilnehmer. Dazumal,
Aber wegen der Umrechnung, da kann ich dir, also ich könnte es dir jetzt auch schicken, aber der Support kann dir auch da direkt die Formel schicken, da einfach mal nachfragen. Ich müsste es raussuchen, aber ich habe sie bei mir auf jeden Fall auch abgelegt. Gut, Martha, ich switch den Bildschirm nochmal zu dir, wenn du magst. Mach Gucken wir nicht, uns mal. mach ein bisschen weiter. Ich bin so müde gerade, tut mir Ach, du leid. bist müde, sagst du. Na, das ist ja auch kein Problem. Ja, ich habe so viel geredet jetzt. Ich muss mal kurz. Ich Klar. brauche kurze Verschnaufpause noch. Mach, Es wir passiert haben. sowieso, also jetzt passiert sowieso nichts. Wir haben gleich die News, irgendwo jetzt noch einzusteigen. Britisch Pfund, Macht schwarze keinen Franken, Sinn gebe für ich dir mich. recht. Da haben wir gleich die News. News. Ja, und Ja. die Kurse kommen jetzt sowieso wahrscheinlich einen Tick zurück, ja. Also ich glaube, das Kapital wurde vorerst mal verteilt. Wurde Und vorerst mal es verteilt. Das hast du schön gesagt. Ich zeige euch auch noch hier mal sozusagen das Tool, was ihr bei Martha gesehen habt. Da kann ich noch, da waren noch zwei, drei Fragen im Chat zu. Das Tool, was wir bei Martha gesehen haben, nämlich hier diesen, ja, den Overview, so nenne ich das mal. Das ist ein ganz interessantes Feature dahingehend, dass man dann tatsächlich eben relativ schnelle Währungsbewegungen identifiziert und das Überkaufte, Überverkaufte sieht an dieser Stelle nochmal. Auf jeden Fall hilfreich, um einen Überblick zu bekommen. Ganz, ganz wichtig. Chris, welche Timefrist hast du da bei deinem Währungsstärkeindikator da unten? Das ist hier M10, H1 und H4. Ah, aha. Genau, das ist im Okay. Prinzip ein ähnlich adaptierendes Bild. Wobei das, wie gesagt, den selber hatte ich auch damals von Jay. Ich hatte ja früher auch diese Geschichte hier und es gibt ja auch einige andere Geschichten, wie man das sozusagen darstellt. Wir gucken uns jetzt mal Britisch Pfund, Schweizer Franken an. Da kommen A die News und das sah auch jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So, wandeln wir den mal hier in die Rainbow-Farben. So, der sieht wie gesagt gut aus. Hier schön zurückgekommen. Jetzt haben wir dann in 7 Minuten die News. Das wird natürlich spannend. Also wie man das verändert im Prinzip ist, Ingrid fragt gerade wegen dem Rechteck und der Einstellung. Du gehst im Prinzip hier drauf und dann, Moment, das war das Verkehrte. Wenn das jetzt zu eng ist, dann natürlich immer wieder ein Stück weit tricky. Lass uns das mal so machen. Ich rufe die Indikatoren einfach hier auf Asia Range. Also du musst im Prinzip den Indikator aufrufen, den du willst. Ja, das ist hier im Prinzip die Box für die European, Asia und US Session und dann einfach editieren, okay. Und dann ist das auch hier drüben aufgegangen. Warte. Andere Bildschirm, halb so schlimm und dann kannst du hier im Prinzip die Zeiten einstellen. Ja. Links ist dann praktisch das linke Rechteck, dann hast du in der Mitte theoretisch das Rechteck für die European Session und ganz rechts dann noch, wenn man es denn mag, das Rechteck für die US Session. Und da kann man im Prinzip viel einstellen und sozusagen die Sessions dann ja, in Boxen packen, um sozusagen abzuwägen, wo welche Action abging. Wie gesagt, für den Overview am Morgen ist es immer interessant zu wissen, was die Asia Range gemacht hat und in dem Kontext hier sehr, sehr interessant dann eben zu sehen, dass es hier auch mal einen kleinen Fakeout auf der Oberseite gab, ein kleiner Fakeout auf der Unterseite möchte man fast meinen und jetzt sind wir wieder im Status Quo. Ihr seht es ja, der Preis ist genau in der Mitte. Also mal schön kräftig durchgeschüttelt den Shake vor den News und jetzt mal abwarten. Aber die Ideologie oder die Annahme war ja auch die, das haben wir bei Martha vorhin schön gesehen, das Vorwochentief, Vortagestief ist eigentlich gebrochen. Jetzt ist eben die Gretchenfrage, ob der das jetzt nachhaltig macht oder nicht. Aber sag mal, der erste Damm ist gebrochen und ich Und würde da haben wir wieder den Dreher an Oppen gesehen. Also zum genau Beispiel hier. hier. Ja, genau hier. Das sind Genau. so Marken, wo die Kurse gerne zurückdrehen. Genau. Ich meine, jetzt mit den News, das ist genau der Punkt. Ihr werdet sehen, dass der wild schnippt, beziehungsweise man selbst jetzt hier den Einstieg sucht, den Stopp hier oben auf das Tageshoch zu legen mit einem, sagen wir jetzt, einem Abstand von 26 Pips und 25 Pips ist legitim. Ja, aber ich meine jetzt, die News dürften auch hier nicht so durchknallen. Also Einzelhandelsumsätze, es sei denn, es gibt jetzt eine Mega-Überraschung, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der hier mega sich zerschießt. Aber so ein enger Stopp in diesem volatilen Markt, wohl bemerkt, wir haben ja jetzt im Vorfeld schon eine Kerze gesehen, die hier in Summa knapp 50 Pips lief, wo man eben sagt, also da ist ein Stopp von 25 Pips auch ganz schnell abgeholt, ja, bei den News. Also da muss man ganz klar sagen, das ist der Münzwurf. Ich meine jetzt mal abwarten, was passiert. Das ist jetzt nochmal interessant zu beobachten. Britisch Pfund, Schweizer Franken, auf jeden Fall ein Thema. Ich würde die Bewegung nach unten favorisieren. Ich auf jeden Fall auch. Ja, rein vom Momentum her, auch von der Währungsstärke her, sieht das auf jeden Fall mal ganz gut aus. Was ich heute hier, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die FTSE-Vektorlogik hat einen sehr bärischen Euro.
mit einem mega negativen Pattern hier. Da werden sogar heute Preise im Bereich von 1,16 ausgelotet. Das scheint mir fast schon zu viel des Guten, aber kann natürlich passieren, wenn der mal jetzt richtig durchrutscht. Der Euro hat ja definitiv ein Stück weit Korrekturpotenzial. Wir sehen auch schon, dass er seit einiger Zeit richtig sauber zurücktropft. Und da muss noch nicht am Ziel sein, wobei das ist gar nicht. Warte mal, lass mich mal kurz gucken hier. Da hat er einen verkehrten Chart geladen. So. Denke mir doch gerade, die Chart-Action sieht doch ein bisschen anders aus. Hier oben sind wir nämlich genau so steil, ging es nicht runter. Genereller Aufwärtstrend intakt, aber wir sehen hier seit einiger Zeit ja eine leichte Schwäche. So, warten wir mal ab, was in News passiert. Nochmal gucken, was hier im Chat so passiert. Uff, da muss ich jetzt mal durchscrollen. Warte mal. Pass auf, wo fange ich denn an? Also, Handeln nach den News. Okay, also News, wie gesagt, das ist natürlich eine eigene Art. Wie gesagt, der Dirk Hilger handelt sehr gerne News. Ja, also der geht gern rein zu den News oder nimmt dann eben entsprechende Bewegung mit. Meine Idee ist, oder da ich jetzt nicht so ein News-Trader-Fan bin, meistens oder idealerweise 15 Minuten vorher, spätestens 10 Minuten vorher close, einer Position, die jetzt zu eng am Markt ist, und dann auch so 15 Minuten nach den News, wenn sich der Staub so ein bisschen gelegt hat, dann mal schauen, ob da noch was geht. Weil wie gesagt, es gibt viele Fake-Manöver. Die ersten 5 Minuten kann komplett die Richtung gedreht werden und dann ist man dann teilweise eben mal drin, mal draußen, mal wieder ausgestoppt und es ist ein wildes Hin und Her. Beim Pfund ist es meistens so, wenn hier mal eine Richtung eingeschlagen wurde, wird die meistens auch durchgezogen. Aber natürlich zu den News kann es eben auch sehr schnippig werden und ich bin da nicht der News-Trader. Aber es gibt Leute, die das gerade mit dem Stereo-Trader-Tool eben auch ganz gut abfassen und da ganz gut einfangen können. Dann gibt es auch so eine Limit-Pull-Back-Order. Das schaut sich auf jeden Fall mal an. Das sieht ziemlich interessant aus. Und da, wenn man sich ein Stück weit reinarbeitet und, sage ich mal, damit lernt umzugehen, ist das sicherlich sehr hilfreich. Und man kann natürlich bei News, bei starken Bewegungen innerhalb kurzer Zeit dann auch natürlich entsprechendes Geld abfischen vom Markt. Natürlich aber auch mit dem Risiko, dass es in die Gegenrichtung laufen kann, weil es eben eine gewisse Unsicherheit zu diesen Zeiten ist. Ansonsten, News, wie gesagt, ich denke, die Frage ist geklärt. Den MetaTrader für dasselbe Konto, Günther, das kannst du 100-fach öffnen. Ja, du kannst auf deinem Martha, das hast du ja auch gezeigt. Du hast ja mehrere MetaTrader offen. Das kann aber auch immer das gleiche Konto sein. Du kannst tatsächlich an mehreren Bildschirmen oder besser gesagt, selbst auf demselben Rechner kannst du den MetaTrader mit dem gleichen Account mehrfach öffnen. Wobei es dank der Add-ons, dank dem Trade Terminal eben auch hier die Funktion gibt, dass du sozusagen die Charts auch rauslösen kannst aus dem MetaTrader. Ganz tolle Geschichte. So, jetzt warten wir mal ab, was jetzt hier passiert. Britische Pfund ein bisschen angespannt, aber hier geht es gleich zur Sache. Wie gesagt, war vorhin ein schöner Fall. Die Spekulation, wie gesagt, wenn er jetzt eine Erholung hier macht, den Pivot Point hier nach oben in den Rainbow rein, kann man das auch spielen. So, jetzt gibt es die Spread-Ausdehnung, das ist ganz normal. Da reißen die Banken natürlich aufgrund der Marktunsicherheit auch den Spread ein Stück weit auf. Beim britischen Pfund, Schweizer Franken, aber ein größerer Spread, aber hier ist es auch der Interbanken-Spread, liebe Leute. Ihr seht hier Bit und Ask wirklich ungefiltert von uns, wie hier praktisch der Markt das routet. Aber man sieht, die erste Reaktion ist positiv auf die Einzelhandelsumsätze. Das heißt, britische Pfund gewinnt gegenüber Schweizer Franken. Das Tauziehen ist aber noch nicht wirklich gewonnen. Und ihr seht, also die Erwartung meinerseits wurde, ich sag mal, erfüllt dahingehend, dass wir jetzt hier nicht so einen Riesen-Spike sehen. Also die Einzelhandelsumsätze sind jetzt nicht so unbedingt der hier das Paar hier um 30, 40, 50 Pips schnippen lässt. Manchmal mal direkt einen Cocktail um 10:30 Uhr. Ja, da gibt es einen Haufen News aus England von Einzelhandelsumsätzen über Immobiliengeschichten, über Konjunkturdaten, bla. Da gibt es wirklich einen Haufen Sachen, die man, gehen wir mal Timeframe tiefer in M5, da haben wir ein bisschen mehr Action. Auch hier der Rainbow Aber negativ. jetzt kommt er auch wieder ein bisschen zurück. Na, sieht also Mama. ein Stück weit, wie Also. gesagt, mal durchgeschüttelt jetzt gerade hier. Also so überzeugend kommt mir das jetzt auch nicht vor, aber man sieht Nee. zumindest, dass es nach oben kein Durchkommen gibt. Ja, also man sieht, da ist definitiv, man kann fast schon sagen, ein Angebotsüberhang. Ja, die Nachfrage, die schlafft da schon abförmlich. Wir sehen auch hier sozusagen die Tagescandle, die jetzt gerade hier am Open eben hängt. Hier ist gerade der Open-Preis. Das wirkt jetzt meines Erachtens nicht wirklich so motivierend. Genau.
Obgleich jetzt hier, das sehe ich auch, das will ich jetzt an der Stelle beim britischen Schwarzer Mann gar nicht mal verneinen, rein von der Fuzzy-Vektor-Logik, und da beißt sich so ein bisschen natürlich der Rainbow mit der Logik, haben wir heute einen bullischen Tag, ja. Theoretisches Tief 1,24, 41, da sind wir schon drunter gelaufen, ja, da hätte gar nicht so tief laufen dürfen. Aber da haben wir heute theoretisch ein positives Pattern vor Augen. Aber das Tief war heute schon zu tief. Wir sind auch unterhalb des Pivot-Levels, also es wirkt insofern nicht als konstruktives Pattern. Aber statistisch hätte sich hier zumindest was Positives abzeichnen können. Aber wie Martha und ich ja vorhin auch schon sagten, der Druck ist mehr auf der Oberseite vorhanden. Und jetzt sehen wir hier auch eine, Ja. sag mal, einen Hanging Man, einen Shooting Star. Ein Shooting Star vielmehr. So eine Umkehrkerze hier nach Candlestick Art. Gerade Martha, wenn du dich damit beschäftigst, ne? So ein Hanging Man ist natürlich in dem 5-Minuten-Chart jetzt nicht so signifikant zu sehen wie im Stunden-Chart oder Tageschart. Aber im Prinzip werden die Hochs abverkauft und jetzt sind wir hier im Prinzip auch schon wieder deutlicher unter dem Open. Und ja, die Tendenz wäre es auch, hier auf einen weiteren Zug gen Süden zu setzen. Wir sind aber auch immer, das ist auch schön zu sehen, hier ist die Asia Range. Machen wir das mal ein bisschen größer. So. Hier haben wir die Asia Range. Und da hängen wir immer noch mittendrin. Ja, man sieht hier irgendwo, das Kapital zieht sich weder richtig raus in die eine noch in die andere Richtung. Das ist wirklich ein Stück weit ärgerlich und auch natürlich das, was den Markt oder manchmal auch den Trader da zermürbt, wenn nämlich kein Momentum aufkommt. Und jetzt hier aktuell ist es ein Ping-Pong, also man muss hier nicht unbedingt aktiv agieren. Obgleich, und das kann man so als Trading-Idee, wobei man natürlich sagen muss, hier keine Handelsempfehlung, ja, Risikohinweis an dieser Stelle ganz klar, dass wir hier nicht zum Handeln massiv auffordern, aber ich sage mal hier den Stopp über das Tageshoch zu setzen, mit dem, dann werden wir auch hier über diesen trägen Rainbow gleitenden Durchschnitten, ja, hier oben 30 Pips Stopp entfernt und das Target im Prinzip hier am Support Level 2, das leitet sich hier vom Pivot Point ab oder eben hier mit der Average Daily Range. Da sind wir bei 67 Pips, das ist ein CRV von deutlich über 2, 2,2, 2,3, das ist ja fantastisch. Also das ist dahingehend schon mal ein gutes Case. Allerdings muss er dann eben auch nach unten tropfen. Und jetzt sind wir hier, wie gesagt, noch in der Asia-Range und da fehlt mir eben ein Stück weit der Drive. Was denkbar wäre, dass wenn er das Vortagestief nochmal rausnimmt. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Genau. Wenn er hier nochmal runtergeht, Ja, also sehr gut. genau, da könnte man eventuell abfeuern, aber im Moment hält sich noch der britische Pfund ganz gut. Ja, also wenn da jetzt wirklich Momentum aufkommen würde, was nicht vorhanden ist, würde ich abfeuern. Aber gerade so, Ähnliches ich glaube. Bild sehe ich ähnlich wie du, Martha. Da bin ich auf jeden Fall genau bei dir. Das trifft sich auch mit meiner sozusagen Einschätzung, dass wenn er jetzt das Vorwochentief vor Tagestief nochmal reißen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit wohl nicht so hoch anzusehen, dass er dann nochmal zurückkommt. Jetzt gerade die News sind durch, jetzt ist im Prinzip alles verdaut. Aber jetzt ist genau das der Fall, wo man sagt, jetzt erschlafft das Momentum so ein bisschen. Ja. Also die Uhrzeit ist ja auch so, wo ich keine Trades mehr aufmache, weil das kann jetzt so bis nachmittags jetzt durchgehen. Ja. Bis Ich habe 14. jetzt letzte Woche ein bisschen was gemacht und dann vormittags ging gar nichts und um 11 Uhr kam dann der Druck im Markt und da musste ich arbeiten gehen. Das fand ich nicht so witzig. Ja, wenn man es sich aussuchen könnte, ne, dann würde der Markt immer bewe Ja. sich bewegen, wenn man am Rechner sitzt. Aber das ist ja das, was das auch sehr, sag ich mal, anspruchsvoll werden lässt. Ich meine, es ist eh immer die Sache, wie man es eben timet. Hat man überhaupt die Möglichkeit, den Markt eben täglich zu festen Zeiteinheiten zu covern, ne? Weil genau der Punkt, wir haben jetzt heute hier eine Sache, wo man sagt, ho, da passiert jetzt irgendwo nichts und am nächsten Tag um die Zeit passiert aber was, aber wenn du genau an den Tagen, wo was passiert, eben nicht am Rechner bist, dann wirkt sich das natürlich mega negativ auf die Performance aus. Insofern muss man natürlich auch sehen, Ja. dass man da die Möglichkeit hat, relativ kontinuierlich, sage ich mal, die Märkte auch covern zu können. Ansonsten hilft natürlich nur eins und das ist dann der Switch in die größere Zeitebene, um sich da eben auch mehr, ich sage mal, mehr Komfort aufzubauen, auch mehr Zeit zu lassen, da auch nicht dem Stress auszusetzen. Aber da ist natürlich auch wieder eine Sache, ist das mit der eigenen Psyche, kann man, also viele sind eben schnell rein, schnell raus, kein Risiko, ne, Martha, auch über Nacht, das ist nun gar nicht deins. Das muss man eben auch selber persönlich abschätzen, ob man damit klarkommt. Und das ist so individuell, dass es da keine Musterschablone gibt, um sagen zu können, das taugt dir jetzt und das taugt jetzt dem anderen auch. Das sind Erfahrungswerte, die man sozusagen sammeln muss. Aber wichtig ist, da eben wirklich auch objektiv abzuschätzen, ist das im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, also es bringt jetzt nichts, wenn man jeden Tag nur eine Stunde traden kann und in dieser eine Stunde
jetzt versucht beim DAX oder Euro-Dollar oder irgendwo da was rauszuschneiden, weil das ist schlichtweg zu wenig zeitliche Verfügbarkeit, um auch tatsächlich lukrative Setups zu finden, weil eben jetzt gerade auch von der Session her man ein gewisses Sammelsurium an Zeiteinheiten braucht, an Candles, an Signalen, um da eben auch agieren zu können. Und wenn man sich da zu sehr beschneidet, dann wirkt sich das langfristig auf jeden Fall nicht gut aus. Das muss man ganz klar sehen. Dann lieber auf höhere Timeframes ausweichen und da ist einem dann auf jeden Fall mehr geholfen. Ganz klar. So. Britisch Pfund, Schweizer Franken, es tropft so ein bisschen nach unten nach dem Shooting Star in der letzten 5 Minuten. Candle wirkt es einladend, muss man ganz klar sagen. Wir werden das auf jeden Fall am Nachmittag mal auswerten, wohin da die Reise letztlich gegangen ist. Ja, Und das liegt jetzt gerade an der Schweizer Frankenstärke, dass der jetzt ein bisschen nach unten driftet. Aber British Pfund ist weiterhin, sieht man hier, recht stark. Ja, stemmt sich dagegen, deswegen ja. hat er, ja. Also auf jeden Fall steigender Schweizer Franke und British Pfund, wenn der jetzt nach unten hier abbrechen würde, da sieht man das auch, dann könnte man abfeuern. Das macht er gerade so ein bisschen. Ja. Und Schweizer Franke. Franke, Du ist bist mein Hallig, wie du Kroate. sagst, Schweizer Franke. Ich bin ja keine Deutsche, Ist daher. kein Problem, ist kein Problem. Schweizer Franken, aber Ich Schweizer Franke ist auch mal sag ganz nett ausgedrückt, um Gottes Willen. Ist ja kein Problem. So, warte mal, ich habe noch zwei, drei Fragen. Dann wird nur der bereits öffnen, geöffnet. Wie machst du denn das denn, dass der Desktop beginnt? Scheint das nicht zu gehen. Günther, da auch nochmal fragen, was da hilfreich ist. Unser Support hat auch den Teamviewer. Der könnte direkt auf dem Rechner schauen. Heißt, chat mal mit unserem Support, beziehungsweise schreib mal eine E-Mail und dann machen die mit dir so eine Art Webkonferenz. Also wie so ein Webinar, aber nur, dass dann eben, wie bei Teamviewer funktioniert das, dass du dann praktisch den Zugriff, Fernwartung sozusagen auf deinen Rechner zulässt. Und dann kann man das alles einstellen und auch noch Fragen gut klären und gut lösen und dann eben auch interaktiv dann sozusagen bearbeiten, indem man eben dann zeitgleich den Bildschirm sieht und dann aber auch, und das ist das Witzige, unser Support sozusagen auch bei dir am Rechner natürlich da auch sozusagen Charteinstellungen vornehmen kann, beziehungsweise da auch was dreht. Das ist sicherlich noch am hilfreichsten, bevor, also man das jetzt hier textuell ein Stück weit durchmacht. Du brauchst auf jeden Fall eine zweite MetaTrader 4 Installation, Günther. Das heißt, das, was du meinst, um das aufzulösen, du hast jetzt einen MetaTrader 4 auf deinem Desktop installiert mit dem Icon, ja, und dann müsstest du noch einen zweiten MetaTrader installieren, der dann im Prinzip ja, wie so einen zweiten Part vom MetaTrader darstellt. Und die Martha hat, ich glaube, insgesamt von 3, 4, 5, 6 MetaTrader installiert. Ja. Genau, und da kannst du das mit dem MetaTrader machen. Also Günther, dein Problem, um das zu lösen, du musst einfach nochmal den MetaTrader installieren. Eben zwei, drei Desktop-Icons sozusagen und dann hast du auch deine drei, vier MetaTrader dann auf. Sozusagen, das wäre die Lösung an dieser Stelle. Und TeamViewer, wie gesagt, den Link schickt dir unser Support-Team. Ansonsten über Google TeamViewer kann man das auch ganz schnell runterladen und lösen. Gut, ja, der Markt, wie gesagt, Martha, hast du ja auch schon richtig erkannt, der erschlafft jetzt so ein bisschen. Um nicht zu sagen, der wirkt ein bisschen müde, als dass jetzt hier noch schönes Momentum aufkommt. Lass mal dann noch mal ein bisschen die Zeit vergehen. Und ich würde euch sagen, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, also jetzt nichts zumindest speziell betreffend, wie gesagt, das mit dem Lot haben wir behandelt. Währungspaare haben wir 64, 65, um die Frage nochmal zu beantworten. Da auch hier der Overview auf dem Link, den ich vorhin reingestellt habe. Das ist wirklich hier das große Universum. Aber Martha hat es ja vorhin auch schon dargestellt mit dem Overview hier. Ich zeige es euch nochmal im MetaTrader. Das sind im Prinzip die großen 8 Währungen. Also hier haben wir es auch in Währungsstärke. Ja. US-Dollar, Euro, Britisch Pfund, Australien-Dollar, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, CAD und Yen. Vielleicht kommt irgendwann der Yuan, der Renminbi, ja, die chinesische Währung dazu. Wir werden sehen. Letztlich ist das hier oben aber dann der Pulk aus den ganzen 8 Währungen, der Cross-Rate-Pulk, also jede Währung gespiegelt gegen die andere. Und jetzt hat man hier dann im Prinzip den Währungsmarkt in seiner vollen Gänze vor Augen, ja. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, hier sozusagen die globalen Kapitalströme mehr oder weniger auch zu erachten. Und jetzt sieht man dann auch hier sehr schön, wie sich das manchmal auffächert von den Währungsströmungen hier im kurzfristigen Timeframe. Hier im längerfristigen sehen wir auch Schweizer Franken ganz klar stark, Euro ganz klar schwach. Hier definitiv spannend, aber da eben auch der Fokus.
Wenn ihr die Währungsmärkte euch anschaut, liebe Leute, schaut erstmal auf die Major Pairs. Das sind alle die Währungen, wo in US-Dollar gehandelt werden oder besser gesagt, wo der US-Dollar auch drinne steckt, entweder als Basiswährung oder Zielwährung. Das ist erstmal, sind ja die ersten großen und dann hat man mit den 28 im Prinzip das große Universum, um dann, aber das ist eher etwas für sehr spezielle, also türkisch Lira, japanisch Yen, ja, oder US-Dollar, dänische Krone oder US-Dollar, Hongkong-Dollar oder ungarischer Forint. Das sind sehr, sehr exotische Währungen, die man jetzt auf jeden Fall nicht im Intraday-Bereich traden sollte, weil auch hier aufgrund der des exotischen Charakters hier die Spreads auch sehr, sehr groß sind. Ja, das kommt aber auch wiederum aus dem Interbankmarkt, weil schlichtweg da auch das Volumen geringer ist und eben auch der Durchsatz am Währungshandel kleiner, tiefer. Aber wichtig auch, rein nochmal als Qualitätsstempel, liebe Leute, schaut mal, wie viele Liquiditätsprovider bei dem einen oder anderen Broker da in der Backline sind. Und das ist jetzt ja hier bei uns eben ein Riesenpool, der eben genau das macht, was wir euch bieten wollen, nämlich den schnellen Interbankenzugang, Core Spreads, enge Spreads, direkte Ausführung. Und das ist das, was ihr prüft. Und im Übrigen die nächste Frage, inwiefern euer Broker das auch nachweisen kann. Habt ihr da schon mal nachgedacht drüber? Schaut euch mal den Post-Trade-Report an. Ja, bei JFD, wir können das auch nachweisen mit unseren, sage ich mal, Visionen, die wir haben. Schaut es auf unserer Seite gern mal durch. Und wir haben hier, wie gesagt, die Transparenz erschaffen. Und das ist genau das, wofür wir stehen. Und wie gesagt, wir haben auch die Website vor längere Zeit schon geupgradet und hier haben wir auch unseren Post-Trade-Report. Das ist genau das, wo wir nachweisen, dass wir im Prinzip auch nicht, niemals, nie, nicht gegen euch handeln. Und hier wird ein einzelner Trade komplett ausgeführt und dargestellt. Ganz, ganz wichtig, um auch mal den Broker auf Herz und Nieren zu prüfen, ob der fair mit euch umgeht. Und dann würde ich mal sagen, so ein Stück weit, wie gesagt, erschlafft jetzt der Markt. Ich würde sagen, am Nachmittag haben wir dann hoffentlich nochmal ein Stück weit mehr Action. Wir werden auch mal sehen, was das britische Pfund Schweizer Franken bis dahin macht. Wenn es unverändert ist, hoffen wir mal drauf, dass da am Nachmittag noch ein bisschen Volumen reinkommt. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs heutige Dabeisein, liebe Leute. Martha, an dieser Stelle, ruh dich aus. Du hast vorhin ja gesagt, du bist ein Stück weit müde geworden. Du hast auch gut Gas gegeben, wie gesagt, hast ja zum Glück auch jetzt nicht so viel Nachtschicht-Action. Mhm. Und es ist schön, dass du am Nachmittag dabei bist. Der Link, liebe Leute, bleibt der gleiche. Ja, da heute 14:15, also 15 Minuten vor den News, reingehen. Da warten wir mal ab, was dann 14.30 Uhr passiert, wie der Markt da hin und her spinnt und swingt. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Martha, an dir oder an dich vielmehr vielen, vielen Dank. Und da freue ich mich auf die Nachmittagssession. Mache jetzt erstmal nochmal eine schöne Mittagspause, ausgedehnt, ja, dass du dann voller Tatendrang wieder zurück zu uns kommst, 14:15. Und dann würde ich erstmal sagen, 14:15, genau, mitteleuropäischer Zeit, sind wir wieder am Start. Und da freue ich mich drauf, dass wir dann hier anknüpfen können. Und dann schauen wir mal, was wir da am Nachmittag noch machen könnten. Wie gesagt, ich bin gegebenenfalls dann terminell mal raus. Dann kommt der Jens Klatt mal rein. Martha, den kennst du ja auch schon, ne? Ja. Genau, das könnte passieren, dass wir da am Nachmittag mal einen kleinen Switch machen, terminlich bedingt, aber soll, wie gesagt, jetzt für die Webinar-Teilnehmer nicht der große Beinbruch sein, weil, wie gesagt, wichtig ist, dass die Session läuft und dass wir das sozusagen hier gemeinsam zelebrieren. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, Martha, an dich in erster Linie, an die Webinar-Teilnehmer von heute Morgen. Und dann wünsche ich euch erstmal eine gute Mittagspause. Wie gesagt, wir warten mal ab, dass da noch ein bisschen was geht an den Märkten, aber es erschlafft gerade zusehends. Insofern eine gute Zeit an alle, danke fürs Dabeisein und auf jeden Fall bis später. Martha, bis bald. Bis später. Wir hören voneinander oder schreiben uns. Na klar. Tschüss. Ciao, bis dann.